Sind alle von uns negativ getestet oder müssen wir Ja, Maske wir sind tragen? alle negativ Ja. getestet. Dann Ich hatte tragen heute Morgen einen Test, war negativ, alles gut. Und Wir darum können uns kriegen wir auch treffen. keine Kondome mehr. Dann trage ich das andere mal nebenbei mal irgendwann ein. Okay. So. Ich wechsle dann mal auf die Karte. Im Stream kann man jetzt die Karte komplett sehen. Also Ihr gucken werdet. wir da jetzt nicht drauf. Doch, Ja. schnell. Ja. Wir gucken jetzt schnell drauf, damit wir wissen, was uns erwartet. Das würde euch eher verwirren, weil einige Bereiche dieser Karte sind für euch nicht zugänglich oder existieren gar nicht. Das habe ich durch die Mauern. Ah. Ich habe Mauern gebaut, die ihr durch eure Sicht nicht durchdringen könnt. Du hast uns jetzt einen Sound eingebaut, wie ich richtig höre, oder? Ja, Gut, dann genau. muss ich mich ja um die Musik nicht mehr kümmern. Ich werde euch noch mal in den Startraum schicken, weil ihr müsst ja auch das Gebiet erforschen, ne? Wegen dem Kriegsnebel Wir sozusagen. machen jetzt kurz meinen Charakterbogen zu, damit wir das auch sehen. So, ich aktiviere das jetzt. So kann man das Okay. sehen. So seht ihr also aus, ja? Sehen wir. Ja, ich nur mit schwarzen Haaren. Ich hab blond. Ja, Ich das. muss noch meinen Sims mal an. Sie haben auch schon wieder Ja, ja, Du bist im ich Moment muss mich sehr. noch dran setzen. Kommt gleich wieder. Ah, So, so ihr geht könnt das das. sehen. Also da, wo ich das eingekreist hatte, dieses Rote, das ist der Raum, in dem ihr am Anfang wart. Na, der ist hier ein Okay. bisschen kleiner dargestellt, Ja. aber das passte so. Hier Da könnt ihr waren jetzt wir durch. diesen. Da seid ihr durchgegangen, der erste Raum. Weil wir jetzt Foundry benutzen, ist das natürlich halt. Da Ich sind sehe andere natürlich jetzt Menschen. Ah, Susis Sachen hier nur. war Die die ist natürlich jetzt schöne. nicht da. So. Die Genau. schöne Tür war da. Das war die schön mit der Und schönen war Tür. ich. Genau, Also ich ja. stehe War nur noch ich drin dort. bisher? Da Bis war nur unten ich warst du noch bisher. drin. Da kannst du jetzt erstmal alleine lang gehen. Und hier oben So, jetzt Ende. ist dann der nächste Raum. Da waren wir auch schon drin, gell? Ja, da war ich auch. Den hier habe ich schon besiegt. Der ist. Ah, stehst du da dran? Ich bin mir Okay. nicht sicher. Naja, lassen wir Ja, so. hier oben waren wir. Doch, doch. Wir waren hier schon drin, dann sind wir unten durch die Wand. Genau. Das ist hier wahrscheinlich der Treppeneingang Das war der dann, oder? Treppeneingang, den könnt ihr nicht sehen, weil der abgesperrt ist hier so, ne? Also da geht es nicht Hier mehr hoch. unten sind wir durch die Wand Das gebrochen. ist die Ich bin Wand. durch die Wand. Komm nicht. Mein Ach, Innerzettel jetzt. So, fehlt. Ich stopp. muss. Du gehst da jetzt nicht mehr weiter, weil du nicht Genau. weitergegangen bist. Da, aber da war ich ja reingegangen, genau. Da war ich ja Ja, du bist reingefallen. reingegangen, aber du gehst da nicht mehr weiter. So. Richtig, ja. Passt. Bedenkt, ihr seht nur das, was euer Charakter auch gerade sieht oder gesehen hat. Das heißt zum Beispiel, ihr seht jetzt zum Beispiel Susi nicht, weil sie im anderen Raum ist. Ja, sehen Und wir eh nicht. Also die Sicht ist so gestellt, dass wir nur das sehen, was wir sehen als Charakter. ja, es gibt. Wir waren doch zuletzt aber bis auf einen alle in einem Raum. Ja, weil Ja, du bist hier. ja jetzt einfach da drin. Du kannst ja jetzt hier reingehen. So. Ihr wartet dem Raum. Und unser Major ist hier nach unten runter rausgegangen. Major Und. Ja, Major Bob. Und in dem Moment kam auch ein Ghoul auf ihn zu. Ach so, hier oben links haben wir gestartet. Okay. Ja. Ja. Wir sind da lang. Ich war kurz ja nicht da, wo du es wahrscheinlich gerade gesagt hast. Mir fehlt ein Zettel, so ein Mist. Ich hatte mir aufgeschrieben, das Inventar. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich alles hatte. Ich hatte auf alle Fälle einen Holzblock. Und ich glaube, das war's, bin aber nicht sicher. Du hast einen Hier. Holzpflock gehabt und tu es rein. Ich hatte nur mein Weinglas, was ich die ganze Zeit mit mir rumtrage in der Hand. Weil ich ja keine Tasche habe. Was muss ich mir noch aufschreiben, Ben? Das habe ich vergessen, weil das habe ich doch immer dabei. Was musst du dir aufschreiben? Kannst du es machen? Also Marses Figur ist quasi durch die Was ich in meinem Mauern Inventar durchgespritzt. habe. Ja. Sind wir Weil. hier eigentlich auch schon hin? Nee, gell? Oh. Mich ärgert, dass mein Zettel weg ist. Also ich habe das alles aufgeschrieben. Wir waren, also wie gesagt, Major Blank, Blöp, Blepp, Bum. Major Bob. Ihr wisst nur Major, mehr wisst ihr nicht. Ich habe es extra auch hier rausgelöscht, den Namen. Also ich habe hier Prinz. Major Blank schon stehen.
Bei mir steht übrigens gar nichts anderes außer. Oder also auch noch Major. Du hast mir das scheinbar irgendwie schon mal gesagt. Nein, ja, im Ost. Ach, im Ost? Ich habe ganz am Anfang mal meinen Namen erwähnt, aber bei der Vorstellung, aber nicht. Hm. Ach so, dann zählt ja hier noch. Dann heißt ja hier nur Major Bob. So. Gut. Genau, Major Bob ist unten langgeadelt. Und ihr Bad auch oben im Blau. Da, wo Ophelia steht, das Bad da, wo dieser Schrank, dieser Schuhschrank war. Ne? Also hier genau. Vorne an dem Rand ist dieser Schuhschrank. Da waren wir aber schon weg. Ja, ja, aber da haben wir ja die Schuhe durchsucht. Ja, ja, Schuhe durchsucht, genau. Und hier unten war die Mauer, die er durchgebrochen hat. Und da ist ja der Major jetzt durchgegangen. Und in dem Moment tauchte ein Ghoul auf. Ich wollte ihn gern was fragen. Major, siehst du da einen ganzen Schuh? Der ist doch weg! Schuh sehe ich nicht, aber ich sehe hier einen Ghoul. Nee, weißt du, dass das einer ist? Welche Größe haben sie? Also das ist diesmal ein stehender Ghoul, ne? Der sieht auch nicht mehr so ganz gut aus. Es sieht genauso aus wie der, dem du begegnet bist, aber diesmal kriecht er nicht, sondern er steht da erstmal und so wankend, so. Ja, aber beim anderen wusste ich ja nicht, ob es ein Ghoul ist oder nicht, weil ich sitze jetzt hier. Wenn du den daher nicht erkannt hast, hast du ihn auch nicht hier nicht erkannt. Lass ihn in Ruhe. Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn das für ein Symbol über meinen Charakter da? Das bin ich. Ich habe noch kein Bild, Susanne. Das bin ich. Aber nee, das kommt so ziemlich genau dahin. So dachte ich nur. Hier kommt irgend so ein Vieh auf mich zu. Da, ne, er steht da nur. Er kommt noch nicht so auf sich. Du kamst rein und er steht da so. Und er guckt. Du siehst nur seinen Rücken. Jemand. Also einen Rücken. Okay, gut. Hm. Was? Ich würde mal. Einen Typen? Eine Person? Frag ihn mal, ob das Rechten ist. Ich zieh mein Dolch. Nein! Sebastian, bist du das? Du ziehst dein Dolch, okay. Absolut zieh ich den. Ich bin doch vorsichtig. Vielleicht war das mal Sebastian gleich. Nein. Wir haben ihm jeglichen Entscheidungsgewalt haben wir ihm entzogen. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen widerspenstig, aber wir sind dran, dass er nichts mehr macht. Ich würde mich dem Vieh jetzt mal von hinten nähern. Mhm. Das möchte ich aber, das möchte ich, dass du Heimlichkeit da machst. Das ist wichtig. Okay. Du hast da Heimlichkeit und Geschicklichkeit. Also du klickst auf Heimlichkeit, ne? Ja, das hab ich schon gesehen. Moment, ich such's mal noch raus, das Heimlichkeit. Ach, hier. Ja, und dann wählst du da das Attribut. Und du machst Geschicklichkeit, ja. Einen Schwierigkeitsgrad von 1. Also du brauchst mindestens einen Erfolg. Na, easy. Ein Erfolg. Ja, du kannst dich dem bis so direkt hinter ihn stellen. Ne? Also, er hat sich noch nicht gemerkt. Also, steht da immer noch so schwankend. So. Ich habe vergessen zu erwähnen, der Beste war früher Jack Nimmelbart, der ist super. Wow, was willst du machen? Er schwankt. Er schwankt. Ist die Gefahr. Kriegt den Dolch in den Hals von der Seite. Okay. Da möchte ich aber auch, dass du Nein. Doch. Geschicklich, ja. Also eigentlich würde ich Nahkampf und Heimlichkeit, aber das geht nicht zusammen. Nahkampf auf jeden Fall. Nee, machst du auch wieder mal. Heimlichkeit und Körperkraft. Körperkraft. Weil du das, weil du nicht im Kampf bist, Und Schwierigkeit 1 wieder, oder? Ja, Schwierigkeitsgrad 1. Das hilft? Nee. So, aber der darf ja auch würfeln. der bekommt... Ich weiß gar nicht, ob das da ist, aber... Ob der überhaupt vorkommt. Ich würde das so feiern. Der war früher in einer Gruppe von obdachlosen Kindern, der hat früher Homes gerettet.
Also, das ist jetzt so, er hat einen Erfolg, ne? Das heißt, der macht deinen Erfolg von dir nichtig, aber du hast dann immer noch einen Erfolg. Ja, okay. Oh, und das bedeutet, du machst ihm sozusagen, du rammst ihn das so in den Nacken rein, ne? Und machst ihm dadurch zwei Schaden. Okay. Aber er steht dann da mit dem... Aber zwei Schaden plus eins, ne? Nee, den habe ich ja schon reingemacht. Das ist, ach so, okay. Du machst einen Schaden wegen dem einen Erfolg und dann plus eins wegen dem, dem Messer. Weil er hat ja einen Erfolg von dir nichtig gemacht, weil er dann doch noch ein bisschen reagiert. Also er, ja, gut. Also er dreht sich dann so um plötzlich so, ne, und du siehst ihm dann blutend aus dem Augen und aus den Augenlöchern, weil er hat keine Augen mehr, und aus dem Mund. Und er versucht dich jetzt so zu packen und zu beißen, ne? Also das ist gar nicht nett, was er da machen möchte. Und das ist dann Handgemenge und Körperkraft. Er hat auch hier jetzt ein. Er hat 5 Erfolge. Bitte was? Oh. Ja, er ist ein bisschen. Also. Das ist doch der Beste. Der war früher. Darum musst du jetzt als Gegenwurf auch Handgemenge und Geschicklichkeit machen. Warum nicht Nahkampf? Weil das kein Nahkampf ist. Der packt, der versucht dich zu packen. Leider. Das ja. ist, der hat ja keine Waffe. Wenn er ein Schwert hätte, wärst du Nahkampf. Das so, wahrscheinlich eins. Steckt der Dolch noch oder habe ich den noch? Oder hab ich den, den hast du wieder rausgezogen. Nee, das hab ich rausgezogen. Du hast es rausgezogen, ja. Oh, einen Erfolg hast du. Also. Aber dann das große Aber frisst dich. Du hast doch Seelenstärke, ne, oder? Also das doch. Du hast doch. Ja, hab ich. Genau. Was war da noch? Du hattest doch irgendeine passive Fähigkeit, soweit ich weiß. Sage ich dir sofort, wie ich es rausgesucht habe. Seelenstärke habe ich. Ja, habe ich. Was steht da nochmal als passive Fähigkeit? Unterschiedlicher Geist. Du fügst deinem Würfel vorher deine Punkte in Seelenstärke hinzu, wenn du versuchst, Bezauberung, Verführungen, Zwängen, Befehlen oder Einschüchterungen zu widerstehen. Nur das? Ich guck grad. Nee, hier ist noch irgendwas. Was ist denn das hier? Dann jetzt allgemein Seelenstärke, okay. Ich traue es mich nicht zu sagen, aber ja. Nee, hier habe ich noch was. Du fliegst über übernatürliche Ausdauer und kannst deine körperliche Entschlossenheit stärken. Addiere den Wert in Seelenstärke zu deiner Gesundheit hinzu, wenn du weitere Stufen Seelenstärke erlangst. Erhöht sich dein Gesundheitsziel entsprechend. Ja, du hast das ja hast das schon in deinem Gesundheitsbalken reingeschrieben, dass du dadurch ein Gesundheit hast? Wahrscheinlich. Also pro Disziplinpunkt hast du jetzt ein Gesundheit mehr automatisch durch dadurch. Ich weiß nicht, ob der schon mit drin ist, tatsächlich. Warte. Wie kommt die Gesundheit an sich zustande? Das steht eigentlich unten auf dem Zettel. Du kannst auch noch nach Hilfe rufen, dann helfen wir dir. Im Moment beißt er ihn. Also er beißt ihn richtig in den Nacken. Na? Ich verstehe nicht, wie viel Gesundheit ich kriege. Wo bin ich gerade blind? Also ich weiß, dass du generell 6 Gesundheit hattest. Das heißt, du müsstest eigentlich 7 haben. Ich weiß aber nicht, ob die Disziplin da drin ist schon oder nicht. Nee, die haben wir nicht da reingemacht, weil ich das... Das heißt, du hast 7 Gesundheit aufgrund der Disziplin. Okay, mach ich doch eins dazu. Moment. Genau. Weil das Problem ist, er beißt dich richtig in den Nacken. Und macht dir 2 leichte Schäden. Also 2 leichte Wunden. Genau, okay. 2 drin. Und du schreist natürlich. Und das hören die anderen. Außer du unterdrückst deinen Schrei. Willst du deinen Schrei unterdrücken? Ja, klar. Ich bin Major. Ich schreie nicht.
Ich schreie nur, wenn ich Befehle erteile. Okay. Ja, dann lass uns halt nicht erfahren, was da ist. Ja. Kuchen noch, ist es jetzt Sebastian? Macht ihr irgendwas noch? Wie Sebastian aussieht. Das ist aber wahrscheinlich nur. Ja, wir machen halt nicht würde viel. Ich würde mal ein bisschen so reinfluschen. Ich kann, glaube ich, nicht viel machen. Ich habe nicht so die Körperkraft. Ich habe auch nichts. Ich bin halt tot. Ja, bisher kriegen wir das ja noch gar nicht wirklich mit. Nee, also, gut. Ich halte mich hier so ein bisschen halt zurück. Ne? Ich gehe da nicht einfach vor. Hören wir irgendwas davon? Also der Ghoul, der macht, also ihr hört so irgendwelche Stöhngeräusche und so. Aber kann ich nicht so Sebastian, der macht andere Geräusche. Kann ich mich irgendwie so stellen, dass nein, der ist menschlich. Dass ich vielleicht ein bisschen was durchblicken kann? Ja, du musst schon ein bisschen nach unten gehen, aber zur Wand, weil da ist ja also durchgebrochen. Ja, das ist möglich, okay. Ich guck gerade durch das Loch. Okay, ich stelle mich so ein bisschen hinter dich und versuche so an dir vorbei. Ja. Ach so. Jetzt sehe ich. Ja, was siehst du? Ich kann nicht zeigen. Ah, sie sieht das. Gut, ja. Der liebe Major, ne? Also dieses Vieh hat dich gerade gebissen. Wie reagierst du? Der hängt noch dran, oder was? Der hängt noch an dir dran. Also er will jetzt nochmal zubeißen. Er hat dich immer noch gepackt. Aber er ist jetzt nicht über Hals dran, sondern will nur mal zubeißen. Er will jetzt einfach nur mal zubeißen. Aber er hängt jetzt nicht wirklich dran. Nein, er hat seine Arme so auf deine Schulter so und beißt. Okay, easy. Ich nehme ihn mit der Hand im Gesicht und schlage ihn gegen die Wand. Mit Disziplin oder ohne? Wie mit Disziplin? Also willst du jetzt einfach nur mit deiner Hand ihn wegstoßen? Also, ich packe ihn einfach am Kopf und hau ihn gegen die Wand. Ja, dann möchte ich, dass du auf Handgemenge und Körperkraft was machst, ne? Easy. Ja, easy. Easy. Also das ist ja reine Körperkraft, die du da machst. Ja, ein Erfolg! Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Guck mal, er macht ja hier, siehst du ja, 4 Hungerwürfel macht er schon automatisch rein. Das ist viel einfacher als mit den anderen Situationen. Mhm. Mhm. Gut, aber unser lieber, was er auch ist, ne, mag das nicht, ne, versucht sich natürlich dadurch auch rauszukommen, ne. Er hat 3 Erfolge, das heißt, er hat nur 2 Erfolge, aber er schafft es. Du schaffst es nicht, dass er sich von dir losreißt, ne? Aber du drückst sein Gesicht nur weg, so dass eigentlich seine Attacke jetzt. Er versucht, deine Hand zu beißen. Also er versucht jetzt da, in die Hand zu beißen, statt in den Nacken. Ich hab leider keinen Reiserevolver dabei. Tut mir leid. Ich möchte nur kurz erwähnen, ich mochte den Tabletop-Simulator mehr, da hatte ich mehr Erfolge. Meine kurze Frage. Ja. Marcel befindet sich ja jetzt im Kampf. Und in dem anderen Rollenspiel war es ja immer so, dass wir dann Initiative hatten, oder? Also hier, das wurde ausgewürfelt. Ja, wir können Initiative wieder einführen oder dass wir das nacheinander machen. Ich wollte es besser wissen, weil ich gerade etwas verwirrt bin. Es gibt kein richtiges Initiative-System in Vampire, sondern das wird anders geregelt. Das ist meine Entscheidung. Entweder machen wir das in der Reihenfolge, wir können auch eine Initiative würfeln, das geht auch. Wenn ihr das besser wollt, dann macht das System hier. Wir können das ruhig so machen, wie du das hast. Mich hat es bloß gewundert. Mhm. Alles gut. Also er beißt dich in die Hand. Und macht dadurch nochmal einen Schaden. Ach, und das darf ich jetzt nicht noch abwehren, okay. Du hast ihm die Hand in sein Gesicht gedrückt. Ja, was willst du? Was willst du da abwehren? Leute, ich glaube, Major braucht Hilfe. Ich habe leider nicht meinen Reiserevolver dabei. Ja, also ihr seht. Also ihr seht, wie der Major gerade die Hand so ins Gesicht von dem anderen hält, ne, der da an die Hand rumknabbert, ne, und an einer Wunde, die blutet aus seinem Hals, also das ist schon ein bisschen seltsam, was du da siehst.
Mr. Gue, ich bitte Sie darum, hören Sie doch bitte auf. Okay, du hast eine jahrhundertelange Erfahrung, was Gule angeht. Du siehst, dem geht, der ist im Blutrausch. Das bedeutet, der ist nicht mehr anzusprechen, der denkt nur noch ans Fressen. Mehr ist das. Das habe ich mir schon fast gedacht. Meine Mast-Tötliste. Und der hat keine Augen mehr. Der hat keine Augen? Die Augen haben wir vorhin gefunden. Hat jemand die Augen eingepackt? Nö. Dann will er sie einfach nur zurück. Du willst ihm jetzt seine Augen zurückgeben, wenn er da an die Hand knabbert vom Major? Weibstück. Ich weiß immer noch nicht deinen Namen, tut mir leid. Weibstück? Ja. Weibstück? Du hast ihn nie gesagt. Das stimmt. Mrs. Dingsbums, wie auch immer sie heißen, das spielt keine Rolle für mich. Könnten Sie vielleicht diesem Major helfen? Ich glaube, der geht bald vor die Hunde, wie man das hier heutzutage sagt. Und Mr. Düpping, ich glaube, Sie sehen doch sehr sportlich aus. Helfen Sie doch dem jungen Mann. Kurz, hab ich Schaden bekommen beim Handbiss? Ja, einen einfachen Schaden. Ein, okay. Hatte ich vergessen einzutragen. Okay. Mr. Pewford. Ja. Was glauben Sie denn? Oh, Robby ist weg. Oh, ich hab mich verklickt. Verzeihung. Ich bin dort drin, ne? Muss die Kim wieder anmachen. Oh. So. Alles wieder gut, Ben? Wie? Ja, das ist alles gut. Okay. Wie bitte soll ich dem Major denn helfen? Warum machen Sie nichts? Weil ich leider, wie schon mehrmals erwähnt, leider nicht meinen Reisevolver zur Verfügung habe. Und leider bin ich jetzt, wie Sie sehen, nicht der kräftigste Mann hier im Hause. Deswegen. Sie erkennen sich doch offensichtlich mit Medizin aus. Ja, mit Medizin. Ja, und dieser Mann sieht verletzt aus, wie Sie sehen. Dieser Mann befindet sich im Kampf, wie Sie sehen. Ja, und dann lernt man denn nicht sowas. So. Ich baue nicht in der Armee. Tja, sollten Sie mal gemacht haben. Ich kann aber nicht ran, solange er angegriffen wird. Da werde ich ja angegriffen. Deswegen habe ich ja auch gleichzeitig Mr. Düpping angesprochen, der helfen soll. Düpper. Der Düpping. Der sieht da noch gar nichts. Ich sehe das noch, aber ich höre ja natürlich, was sie sagt. So, Moment. Mach mir jetzt auch mal Platz. Ich kann doch bestimmt, wenn, kann ich sowas wie nötigen oder meine Hypnose verwenden? Ja, ne? Gegen wen? Na, gegen hier, Herrn Buford. Ich werde doch selber jetzt gar nicht reingehen. Das viel. Ich hab 3 Leben. Hör auf damit. Da wärst du jetzt in meinem Fall schon tot. Ja. Nein, nicht mit solchen Brunnen. Da wärst du eher am Boden. Aber nicht sofort. Herr Dipper, können Sie kämpfen? Ich mach jetzt, also, pass auf. Herr Dipper, das war eine Frage, ich mein's eine ernst. Frage, beantworten Sie sie einfach mit Ja oder Nein, so schwierig. Moment mal, hallo, ich tu jetzt... Ich halte dem Herrn Dipper meinen Holzflock hin. Das willst du nicht machen, Susi. Hör doch mal auf, immer mir so nahe zu kommen. Ich geh dir doch gar nicht, ich halte dir hin, wir haben, also mindestens eine Armlänge... Mindestens eine Armlänge Abstand. Tust du das wirklich? Ich hab dich eigentlich. Überleg doch mal, was da. Oh nein, wir sind hier gleich tot. Das war eine Frage. Kannst du kämpfen? Punkt. Nein. Also, du zeigst es gerade im Mittelfinger. Okay, er sagt nein, also mach ich nicht. Und ich mach jetzt aber Folgendes. Ich mach das jetzt trotzdem. Ich versuche jetzt, den Herrn Pewford dazu zu nötigen, selber einzugreifen. Ich hatte übrigens vergessen, dass du mich angegriffen hattest. Ben, dazu würde ich meine nötigen Beherrschungsdings hier spielen. Kosten keine. Keine aber Kosten, gegen, ja. Aber gegen, ja, habe ich. Aber gegen einen Vampir muss ich eine Probe machen. Ja, da musst du eine Probe machen. Also ist es Charisma und Beherrschung gegen Intelligenz und Entschlossenheit, ne? Ja. Gut.
Also versuche ich dich jetzt dazu zu nötigen oder will, dass du selber den. So, wie geht das jetzt? Was muss ich denn klicken? Wie machst du das jetzt hier? Was war das andere von, was du mal würfeln musst? Also ich muss Charisma und Beherrschung. Beherrschung, das wäre überzeugen. Hier ist überzeugen. Gegen Intelligenz und Entschlossenheit. Also du würfelst, du klickst es auf überzeugen, auf Charis überzeugen, ne? Und dann sagst du Charisma. Warte. Wo klicke ich das dann? Bei Fähigkeiten musst du erst überzeugen draufklicken. Auf das Wort überzeugen. Jawohl. Und dann klickst du da Attribut Charisma. Ja. Das sind ja aber eigentlich zwei Attribute, ne? Ja, gut. Achso. Das wird ja schon zusammengerechnet. Okay, ich mache jetzt hier. Und dann haue ich einfach auf Wurf drauf. Ja. Hab ich. Also, du hast. Ihr habt euch gegenseitig, es passiert im Grunde gar nichts mit dieser, also sie hat deine Erfolge aufgehoben. Was ist gerade passiert? Entschuldigung. Also, dieser Herr Düpper versuchte ja, dass diese Vampirfähigkeit der Überzeugung, sage ich jetzt mal, durchzusetzen. Ach so. Hat dadurch drei Erfolge gemacht. Na? Jedoch bin ich schlau genug, um das zu erkennen, so dass ich mir davon nichts sagen lasse. Mit der Hand. Genau, ich konnte sie also nicht überzeugen, das zu tun. Ja. Nee, kanntest du nicht. Wurde aufgehoben. Gut, dann benutze ich meinen Schattenmantel und bin weg. Kriegst keine Hilfe. Ich hab's probiert. Also wenn du dir das Schattenmantel machen möchtest, dann machst du einen Wallungswurf, bitte. Vorher. Alles okay. Und dann verschwinde ich jetzt. Dann ziehe ich mich zurück, dann bin ich jetzt nicht mehr da. Ich verstecke mich. Ja, dann ist er wieder unsichtbar. Steht er da schon wieder unsichtbar. Gut. Offensichtlich bringt uns dieser Herr Düpping nicht sehr viel weiter. So, aber ihr habt da jetzt eure Situation, während da unten immer noch ein Kampf stattfindet. Du darfst jetzt wieder, Herr Major, du darfst jetzt wieder handeln, weil der knabbert an deiner Hand rum. Deswegen habe ich mein Sebastian. Wenn meine Hand da drin steckt, ja, ziehe ich ihm im Fuß die Beine weg. Mhm. Und wenn er dann hinfällt, drücke ich schon mal mit der Faust rum drauf. Und dabei explodiert der Schädel. Hast du nicht noch einen Dolch? Dann ist das wieder Handgemenge und Geschicklichkeit. Halt die Hand, wo nicht der Dolch ist. Keine Ahnung. Und mit dem Dolch? Machst du das mit dem Dolch oder mit der? Die Hand? Mit dem Dolch habe ich reingebissen. Er hat in die Hand gebissen, wo ich gedrückt habe. Ja, ja. Also nehme ich die Hand ohne Dolch, mach die Faust, ziehe das Bein weg und schlag ihn noch, während er fällt, mit dem Kopf etwas schneller gegen den Boden. Okay, das ist dann einfach zertrümmert. Ja gut, dann Handgemenge und Geschicklichkeit. Wieder. Das ist das Problem jetzt an der Gruppe. Siehst du, wir haben echt nur einen Kämpfer, oder was? Ja. Offensichtlich. Was, Geschicklichkeit? Du musst das in so ein Setting kommen. Ich zieh den Arm runter mit aller Kraft. Achso, Körperkraft, Entschuldigung. Ja, mach Körperkraft. Ja. Geschicklichkeit ist, wenn du das schnell machen willst. Geschicklichkeit habe ich durchaus, bin ich da nicht gut gestellt. Aber drei Erfolge, das ist schön. Ich will seinen Kopf zersplittern, ne? Denk daran. Ja. Er hat 6 Erfolge. Ernsthaft. Hör auf mit Würfeln. Also es sind 3, also er hat 3 Erfolge. Du drückst ihn zwar auf den Boden, ne, aber du machst ihm keinen zusätzlichen Schaden, deswegen. Ich muss dich mal kurz rausnehmen, Robby. Mhm. Und dann wieder da. Krieg von dem Ventilator übrigens überhaupt nicht ab. Ist auch nicht viel. Aber er beißt dich nicht nochmal, weil er liegt da jetzt auf dem Boden und dann. Er liegt da jetzt. Der Ghoul oder? Der Ghoul. Major. Okay.
Der steht da drüber. Der hat ihm jetzt nur keinen extra Schaden verursacht. Aber der hat es doch geschafft, der Ghoul. Ja, aber es ging darum, dass er durch die Widerstandsfähigkeit, ob er dadurch Schaden nimmt. Ah, okay. Ich wollte mir den Schädel zersplittern. Genau. Wenn das gelungen wäre, wäre er jetzt tot. Okay, hast du nicht ganz geschafft. Wie stark ist der bitte? Ich muss mir kurz mal angucken, was ich denn... Ich bin fucking Major. Ja. Das ist eine Blut... Das ist eine Kampfmaschine, was ihr da habt. Könnte ihm die Paragraphen vornehmen, dass man das sowas nicht tut. Aber nein, das bringt nicht sehr viel. Ich kann nicht kämpfen. Tut mir leid, ich finde dieses Setting total unnütz. Musik, Politik, kein Problem. Das ist bei mir ähnlich. Schusswaffen kriege ich auch noch hin. Hey, es gibt immer mal ein paar Kämpfer. Ihr müsst doch trotzdem ein bisschen was machen. Ihr seid Vampire. Okay, pass auf. Ich gebe eine Schusswaffe und ich ziehe. Kann ich irgendwas erkennen im Raum, was mir hilfreich sein könnte? Ben, du kannst mir schon einen leeren Charakterbogen senden. Ich mach gleich einen zweiten Schaden. Was meinst du? In welchem Raum? Wo du gerade noch stehst? Nein, nee, ich guck ja so ein bisschen, ich guck ja durch das Loch. Das ist ein Gang. Das ist ein Flur. Der Teppich gelegen, siehst du, ein bisschen blutig. Oh, ich weiß es. Ich weiß was. Ich nehme mir ein Damenschuhpaar. Ja. Renn damit wieder zurück zu der Mauer, ungefähr. Ja, so doch so. Doch so hinter Marcel Charakter und versuche auf den Ghoul zu zielen. Das ist eine improvisierte Waffe. Ich stehe über dem. Was? Ich stehe über dem. Ach so. Die Chance, dass du den triffst, ist nichtig. Verdammt. Also das willst du nicht machen. Dann ist der Plan blöd. Dann ist der Plan doof. Ja. Warte mal, ich mach kurz nochmal zurück. Da muss ich schon hingehören, aber ansonsten... Ich nehme trotzdem ein Damenpaar Schuhe. Das ist nämlich gar nicht so doof. Ja, dann nimm das. Du kannst, schreib das schön auf. Ist jetzt Darmpumps. Mhm. Also der Ghoul... Schön, du hast die hässlichen genommen. Ja. Also der Ghoul versucht sich gerade ein bisschen zu drehen. Ja, er kommt nicht richtig hoch. Darum darfst du nochmal, Major. Super. Meine Hand ist wieder frei jetzt dadurch? Ja, natürlich. Der liegt da auf dem Boden. Easy. Dann nehme ich jetzt meine Schuhe und tritt ihm voll in die Fresse. Ich tritt einfach von oben drauf. Handgemenge, Körperkraft. Nimm doch diesen Scheißdolch, wo du einen Plus hast. Ich hab fucking Soldatenstiefel mit Stahlkappen an. Da wird doch eigentlich voll keine aufs Gesicht trete. Mit auf 89 Kilo. Nee, wie viel wiege ich? Das weiß ich doch nicht. Mit 98 Kilo. 98 Kilo, wie dick bist du denn? Volle Muskelmasse. Ja, klar. Ja, guck dir mal das Bild an. Ich seh's grad nicht. Bin hinter der Wand. So, was haben die mir... Um die Leute durchzulassen. Schwierigkeit 1, Modifikator 10 oder... Nein. Du darfst Modifikator 1 machen, weil du improvisierte Waffen machen darfst. Deine Stahlstiefel sind in eine improvisierte Waffe. Dann hab ich nicht gedacht, ja. 4 Erfolge. Jetzt aber. Dann müsste doch jetzt früher 6 oder 10 oder so. Der schafft es nicht. Du trittst ihm so ins Gesicht, dass das komplette Gehirn platzt. Also der Kopf platzt und das Gehirn zerfließt. Das war ein Ghoul. Der gehen könnte. Ja. Die an der Wand stehen, sehen das natürlich wieder Kopf unter dem Fuß der Platz. Das erkennst du nicht mehr. Doch, das erkenne ich, oder? Wenn das der Beste war, erkenne ich. Ich habe ja davor schon geguckt. Er hat nicht die Klamotten an, die du von Sebastian kennst. Gut. Oder umgezogen. Nein, so, jetzt seid ihr wieder frei. Ein noblen Anzug von Boss.
offen lassen. Mal anziehen. Robby? Jawohl. Kannst du einfach mal kurz als Test einen Wallungscheck machen? Ich muss mal, der Bug behoben ist, den ich hier eben gesehen habe. Ja, danke. So. Ja. Ihr dürft jetzt wieder frei handeln. Also, ihr merkt, die Bedrohung ist vorbei. Was macht ihr jetzt? Ich gehe zum Major hin. Major, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sieht aus, als bräuchte ich Hilfe. Sie bluten. Schauen Sie sich diesen Kopf, schauen Sie diese Matsche an. Der braucht vielleicht Hilfe, aber ich. Ich möchte mir die Hand genauer angucken. Mit meinem Fachwissen. Und ja. Den blutenden Hals. Ja, der blutende Hals, der ist doch irgendwie. Also, du kannst auf jeden Fall Medizin und Intelligenz würfeln, wenn du das. Wenn er das zulässt, dass er das mal anguckt. Darf ich mir Ihre Hand mal ansehen, bitte? Wenn du dann zufrieden bist und die Klappe hältst. Okay, wie ging das jetzt mit den Würfeln? Du einfach auch bei Medizin draufklicken. Ne? Ja. Und dann oben auf Attribut wählen, ne? Und dann auf Intelligenz. Und dann Schwierigkeitsgrad 1. Okay, ist da mein Fachwissen schon mit eingedingst? Wenn du dein Fachwissen in der Pflege reinmachen willst, musst du den Modifikator 1 reinsetzen. Ah, gutes Tool. Weil das System weiß ja nicht, dass du jetzt Pflege machst oder so. Das ist schon mal, okay, Achtung, ich würfel jetzt. Ein 3 Erfolge. Also, dir ist auf jeden Fall klar, dass da einer reingebissen hat. Und die Blutung fängt auch langsam, hört auch auf. Zu bluten, weil die Heilungskräfte als Vampir, also er hat eine leichte Wunde erlitten, die Wunde geht schon zu. Okay. Ey, da bin ich ja gar nicht halbtot mit 3. Nein. Ihr seid immer noch beim. Also, ich sag mal so: Ein normaler Mensch hat zwar auch nur 3 Lebenspunkte, aber da würde ich ihn schon eine leichtere Wunde fast außer Gefecht setzen. Ich wollte dich doch zum Kampf zwingen. Du wolltest ja nicht. Ja, wollte doch nicht. Ich habe dafür meinen Sebastian. Udo hat sich bewegt, sehe ich gerade. Ist also wieder sichtbar. Ja, ich bin wieder sichtbar. Ich laufe so langsam hinterher und gucke mir das auch mal an. Und mitbekommen, dass du unsichtbar warst. Keiner hat sich Der hat sich vor uns unsichtbar gemacht. Wir haben mit ihm gestritten. Der wollte mich noch dazu zwingen. Ja, ich habe vorhin noch nicht zugehört, weil ich nur was. Ah ja, damit das klar ist, wie das für euch aussieht. Ne? Also, wenn jemand sich direkt vor jemand unsichtbar so verdunkelt, das ist wie, als würde ein schwarzer Nebel kurz um ihn rumgehen und dann verschwindet er. Also, das sieht schon. Ich habe es schon 1000 Mal gesehen. Ich habe es ja auch schon zum 2. Mal gemacht. Das stimmt, aber das erste Mal habe ich es ja nicht gesehen. So, dann hast du es ja 999 mal gesehen gehabt vorhin. Jetzt 1000. Okay. In meinen Handzug gesagt, reicht das jetzt? Können wir jetzt weitergehen? Ja, alles in Ordnung. Ich möchte mich eben noch mal Raum umgucken. Ist da irgendwas? Wo ist die ominöse Wanduhr, die geläutet hat? Das konntet ihr nicht rausfinden, oder? Also es kam von weit her. Ach so. Okay, sehen wir noch irgendwas in diesem Raum? Oh, es ist ein ganz normaler Gang halt, ein Teppich, Vorleger und Bilder an Wänden, die ein bisschen kaputt sind. Da liegt ein Teppich? Ja, es ist so ein riesiger Teppich, das ist halt der Boden. Rot. Das hat eine Reinigung. Voller Blut. Ein blutroter Teppich, ja, das sieht man selten. Der ist voller Blut. Getrocknetem Blut, sehr alte Blut auch. Riecht das nach altem Blut? Okay. Ja. Also es ist nicht nur das neue Blut von Ghoul, sondern es war schon immer dreckig. Es war schon immer Blut drin. Kann ich mir anhand der Situation erahnen, was gerade passiert ist? Ja, hä? Ja, du siehst da, also sein Fuß steckt ja halb doch immer noch in dem dann, kaputten... Dann geh ich zu Herr Major zu. Oh nein. Warte! Stecke ihm eine meiner Visitenkarten hin und sag, aus ihnen können wir noch richtig viel machen. Bei Interesse melden Sie sich. Perfekt.
Nimmst du die an oder nein. nicht? Hier, meine Wissen. Ich nehme die, zerreiß die und sag nur, sei froh, dass ich Kalisch mein Wut rauslassen konnte. Gut. Sollten wir vielleicht mal etwas weitergehen? Ich meine, die Stimme aus dem Off wird auch nicht jünger, wir auch nicht. Wenn, Sebastian, wenn du das bist, dann ist aber was los. Ich möchte mit den... Also Kameras sind ja auch gerade nicht, oder was? Nein, keine Kameras. Ich möchte einen kurzen Blick auf den Ghoul werfen. Sehe ich da irgendwas Besonderes? Naja, du kannst nur an der Kleidung sehen, die übrig war, dass er irgendwie ein ganz normaler Mensch mit Jeans und so weiter ist. Ein ganz, ganz normaler Mann war. Also das Gesicht ist halt jetzt weg. Aber er trägt zerfetzte Kleidung und mehr nicht. Okay. Hey, Loot dabei. Ich habe ihn ja nicht durchsucht, ich habe ihn ja nur angeguckt. Du kannst ihn ja durchsuchen. Ich fass doch sowas nicht an. Gut, ich würde jetzt mal um die Seite luschen. Und gucken, ob da noch sich ein Pool befindet. Ja, dann geh mal dahin. Ja, geh ich auch. Ich lusche mal ganz vorsichtig so, so halb durch. Ah, zwei Türen. Ah, zwei Türen. Ah, da hinten geht's noch weiter. Kann man auch ping? Nee, geht nicht. Ping. Ping. Man sieht ja deinen Controller. Ja, gut. Hier geht's noch weiter. Ich würde mal mit vorgehen. Ich bewege mich hinter Major. Herr Kampfkuloss. Ist hier immer noch der Teppich? Ja, das ist halt, das gehört wohl noch zum Flur. Ne? Das ist Teil des Flurs. Also das geht hier den ganzen Gang lang. Den ganzen Gang lang, ja. Keine Kameras. Keine Kameras. Vielleicht wollen sie mal hinter die Tür schauen. Wieso alle immer noch Major? Herr Major Kampfkuloss. Aber was hatten wir für einen Spitzname? Wir hatten einen Spitzname. Den habe ich mir eigentlich mal notiert, aber der Zettel ist weg. Mr. Muskelpaket oder sowas, ne? Was war's denn? Mr. Mucki, keine Ahnung. Mr. Mucki. Muskelmann, glaube ich, war's. Was hast du gerade eben nur gesagt gehabt? Ich hab's schon vergessen. Ich frag einfach nicht, ob du mal hinter die Tür gucken könntest. Ohne jetzt irgendeinen bösen Satz oder so. Ich fange Gefallen an dir zu finden. Du hast durchaus einen Nutzen in der Gruppe. Ich dachte schon, dass dein Charakter homosexuell kann ja sein. Na, das kann sich ja noch ergeben. Ich leg meine Hand an meinen Dolch und mach die rechte Tür auf. Das ist doch das Unstecken. Also die Tür. Also es ist eine Sicherheitstür mit Sicherheitsschloss. Die kannst du mit dem Dolch nicht einfach aufmachen. Nein. So. Ich pack die Hand an Dolch und will mit der anderen Hand die Tür aufmachen. Ja, die ist verschlossen, also es ist okay. Komplett zu. Schloss ist es denn? Ein Zahlenschloss, ein... Es ist eine offene Tür. Holzstahl. Nein, das ist ein Kachtel-Lesegerät-Schloss. Oha. Ah, ja, von Resident Evil. Was? Dann gibt's auch Rätsel. Dann sage ich einfach nur zu... Dann hätte ich jetzt gesagt, ihr braucht den Helmschlüssel. Wir können da reinschauen. Allerdings ja. Endet das dann so, dass du durch die Wand guckst. Ist das wieder so eine Metalltür? Gut, dann gehe ich. Ist es eine Metalltür? Können Sie lauschen, Major? Sie schaffen es wohl nicht, ein Ohr an die Wand zu halten. Sie stehen gerade davor und ich. Zwischen uns steht noch eine Person. Danke. Hat denn jemand sowas wie? Also möchtest du versuchen zu lauschen? Nein, ich gehe weiter zur nächsten Tür. Okay. Die ist genauso, die sieht fast genauso aus, hat aber kein Kartenschloss, sondern da ist wirklich ein Sicherheitsschloss dran. Hast du irgendwas in Technik? Sicherheitsschloss oder Schloss?
Ein Sicherheitsschloss. Sicherheitsschloss. Nee, das geht nicht so. Gibt's überhaupt Technik? Es gibt Technik, ja. Aber ja. Ja, gibt's Technologie, der letzte Punkt. Oh ja. Ja, geh jetzt mal hier runter. Ich halte mal kurz eine meiner Visitenkarten an das Kartenlesegerät. Ping! Saufen. Nein. Da passiert gar nichts. An der Visitenkarte ist kein Magnetstreifen. Wäre jetzt aber smart gewesen, ey. Wäre klasse, ja. So. Was? Technik? Irgendwas Technologisches? Ich bekomme gerade irgendwie Gefühl, dass es vielleicht doch eine gute Idee gewesen wäre, die Augen mitzunehmen. Du kannst ja nochmal zurückrennen. Ja, mein Charakter. Warum sollte das mein Charakter gerade denken? So in den Schuhabdruck rein. Nee, ich dachte eventuell, falls vielleicht doch mal noch so ein Schloss kommt, von wegen, wo die in der Augen... Retina-Scan. Was ist das für ein Schloss nochmal, Ben? Das ist ein Kartenlesegerät. Also so, nee, das ist nicht das, wo ich bin, das ist da unten. Das ist ein Sicherheitsschloss. Das heißt, und auch also, eine feste Sicherheitstür. Das, ja, das ist so ein stabil. Ganz festes, das ist so ein richtig so ein Drehschlüssel. Das sind so Sicherheitsschlüssel, die sind sehr speziell gemacht. Das geht mit Dietrichen nicht. Da bräuchtest du so einen elektrischen Dietrich-Schlossöffner oder sowas. Also das brauchst du schon ein spezialisiertes Gerät dafür. Aber wie stabil ist die Tür? Ist das eher so Udo-stabil oder ist das eher so Major-stabil? Es ist erdbebenstabil. Wie viel? Okay, also ich komme nicht da durch. Gut. Nicht, also das darf... Ich hab... wir wollen gerade bei Technologie, ne? Ja. Ob das jemand hat. Ich habe da einen Punkt. Ist das viel? Ist das gut? Bringt das was? Also du kennst dich etwas aus. Also eins ist, du hast schon mal Modem installiert oder so. Also sowas kennst du. Welches Schloss wolltet ihr jetzt wissen? Das hier unten oder das hier oben? Aha. Was? Ich weiß nicht, mache, aber du hast mit Technologie. Ja, deswegen die Frage. Ich habe nicht Technologie. Ich bin super schlecht da drin. Na, aber hier Udo hat und wollte wissen, was du jetzt wolltest. Wir wollten doch irgendein Schloss gerade anlunsen. Ja, du kannst dir ja das Ich habe zwei in Technologie. Du hast zwei in Technologie? Ja. Ja gut, na warte mal, ist das denn ein technologisches Schloss, also ein elektrisches? Nee, das ist einfach nur ein... Das Kartenlesegerät ist schon Technologie. Ja, also in dem Aber das andere ist einfach nur ein Schloss mit Schlüssel. Das ist ein Schloss mit Schlüssel, einen speziellen Schlüssel, aber mit Schlüssel, ja. Ja, okay. Gibt's sowas wie Hacken? Ja, das wäre Technologie und Intelligenz. Das kann... mit zwei Technologiepunkten könnte man das lernen. Scheiße, ja. Okay. Ist das Kartenlesegerät praktisch auf die Tür draufgeschraubt oder ist das eingelassen? Eingelassen. Versuchst du jetzt nicht, das was einfach abzubrechen? Du kannst es nicht abbrechen, das ist es. Ich wollte es einfach abtreten, aber wenn es reingelassen ist, dann... Also ich habe eins auf Technologie und drei auf Intelligenz. Kann ich versuchen, das zu hacken? Hallo, ich habe die Medi-Chain erfunden, ne? Nein, kannst du nicht hacken. Nicht mit allen Technologie, würde ich nicht sagen. Hacken ist speziell. Ja, gut, was heißt erfunden? Erfunden lassen und machen. Ja, gut. Ja. Du könntest vielleicht einen PC anschließen, aber das war's auch schon. Ja, ich habe doch... Ach, das habe ich vergessen in meinem Ausrüstung unten. Da steht auch mein Hacker-Laptop eigentlich noch drin. Ja, genau. Wenn ich meinen Reiserevolver nicht dabei habe, dann hast du auch nicht deinen Laptop dabei. Gut, dann bringt das hier gerade nichts, weil dann komme ich da auch nicht weiter. Genau. Gut, haben wir dann irgendeine Möglichkeit, diese Türen zu öffnen? Oder wir könnten auch einfach weitergehen hier hin? Nein, wir könnten einfach mal weitergehen, als stundenlang die Türen so anzugucken. Ich würde gerne mal an der Tür lauschen. Ja, das kannst du natürlich gerne machen. Dann stell dich an die Tür, mach Guide. Bobby muss weggehen, mein Charakter traut sich nämlich nicht. Wahrnehmung und Geistesschärfe mit Schwierigkeitsgrad 3. So, Moment, wo? Entschuldigung?
Wahrnehmung, das ist unter Fähigkeiten. Wo ist es? Warte, hier unter, ist es, ja. Ja, hab und ich. Geistesschärfe machst du als Attribut. Ja, hab ich. Und dann machst du bei Schwierigkeit machst du 3 rein. Okay. Also du brauchst mindestens 3 Erfolge, damit das was bringt. Du hast 7 Erfolge. Ja. Also, du hörst etwas, also du hörst Brummen und so ein Brummen. Also ein Brummen, also so ein technologisches Brummen, als würde was laufen, ne, und auch irgendwelche kleinen Motorengeräusche, so ganz hoch, wie als würde eine Kamera sich bewegen, wie beim letzten Mal. Also da scheint was Technologisches auf der anderen Seite zu sein. Der Serverraum, das zu erkennen. Der Serverraum. Die Matrix. Und die Kameras. Leute, ich höre hier was brummen. Das ist bestimmt der Serverraum. Klingt ein bisschen wie die Kameras von vorhin. Ach ja, Udo. Ja. Du hörst ein kleines Flüstern. Ich sehe dich. Oh Gott. Aber nur du hörst das. Nur ich höre das. Nur du hörst das. Oh Gott, warte. Oh Gott, warte. Ja, verfällt in Wahn. Nein. Nee, ich würde mich am Instant wieder unsichtbar machen. Ballungscheck. Wobei, das bringt ja nichts. Ich weiß ja jetzt. Also, ich weiß ja das. Ja. Okay. Ja. Ich werde auf jeden Fall aber etwas unsicher und vorsichtig. Und schau mich um. Kann ich irgendwas wahrnehmen? Kann ich irgendwas. Nein, du siehst nur noch die Blutlache da mit dem halben. Na, es ist ja. Kann das sein, dass da auch jemand unsichtbar ist? Kann ich das irgendwie erkennen? Ach, hast du Auspacks? Auspacks? Nee. Habe ich das? Nö, ne? Bestimmt nee, nicht. Hast du nicht, glaube ich nicht. Du hast einen Auspex. Also du kannst nichts erkennen, nein. Okay, ich würde das aber erstmal noch für mich behalten. Mhm. Aber bin entsprechend jetzt ein bisschen auf Spannung und ein bisschen, ne? Ja. Ich würde jetzt doch noch mal kurz zu den Ghoul zurückgehen und doch mal in die Taschen gucken, ob er da was hat. Ja, der hat da was. Der hat da in einer der Westentaschen blutige Zettel. Ne? Also so einen gefalteten Zettel. Also das ist ein Zettel. Keine Karte, eine Zettel. Falls sie Whisper Pupil sehen, tötet sie ihn bitte. Mhm. Okay. Liest du den Zettel? Ja. Oder? Ja. Da steht drauf, ich sehe Udo. Ehrlich? Ja. In Schreibschrift oder? Ja, in sehr, sehr schöner Schreibschrift sogar. Das ist ultra schön. Oh, schön. Schön. Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mensch, ich habe jetzt was von Sterben. Ja, ich tue den Zettel erstmal an mich nehmen. Okay, sagst du das irgendjemand? Erstmal nicht, ich bin erstmal verwirrt. Ich lasse erstmal die anderen handeln. Okay. Ich bin angenervt von den mittlerweile 3 verschlossenen Türen. Wieso 3? Ich kenne die 3. von oben noch. Vom anderen Gang, wo ja. ihr nicht wart. Ja, ja, aber da hast du ja nicht versucht zu öffnen. Ich weiß, aber mich nervt das mittlerweile. Doch, ja, ja. War ich dran und hab irgendwas gehört. Irgendwas war da. Ja, und du hattest da ein Tiergeräusch gehört. Genau. Wo du nicht hingehen wolltest. Genau. Und angenervt gehe ich jetzt auch weiter? Ja. Ich gehe angenervt weiter. Scheiße, ja. Warte, ernsthaft, noch eine Tür? Ach, der ist hoch. Okay. Mein Blick schweift zu Udo. Ich möchte angucken, wie das sich verhält. Wie verhältst du dich? Also das frage ich dich nicht, sondern das frage ich dich als, also. Ich stehe halt ein bisschen, naja, ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen, aber ich bin etwas unsicher in meiner Art. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht schön zu wissen, dass da irgendwie. Kommt der mir komisch vor? Kommt der dir komisch vor? Nö, also ich würde jetzt, also, ja, weiß ich nicht.
Ich sag mal, ich fühle mich so ein bisschen ertappt, wie wenn ich in der Klassenarbeit geschummelt habe. Hat Tippos alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Bis darauf, dass wir hier irgendwo gefangen sind, ist ja alles super. Also. Meine Herrschaften da hinten. Hier geht es noch mit einer Tür weiter. Kommen Sie doch endlich hierher. Ich gehe vorsichtig weiter. Ja, ich gehe zur anderen. Und ich halte mich so ein bisschen an der Wand. Ja, ich gehe an die andere Tür und lausche mal dort. Dann würfel das nochmal bitte. Aber diesmal mit Schwierigkeit 1. Okay, Moment. Das war Wahrnehmung, ne? Wo ist denn es hier? So, Geistesschärfe und Schwierigkeit 1. Ja. Schon wieder 7 Erfolge. Du bist ja richtig gut da drin. Also, ja, du hörst da drin gar nichts. Gar nichts. Ein leises Kratzen, aber sonst so. Ein leises Kratzen. Ja, so. Es würde was tippeln irgendwo auf dem Boden. Aber es scheint ist so unwichtig, dass es. Ich könnte wahrscheinlich jetzt nicht versuchen, mit meinem Holzflock jetzt irgendwas. Nee, ich brauche bestimmt irgendwie ein Draht oder so, was ins Schloss zu knicken. Mit dem Holzflock. Ja, nee. Ein Sicherheitsschloss. Ich muss mal kurz gucken, was ein Sicherheitsschloss war. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Mr. Major, sollen wir doch zusammen die Tür öffnen? Ich habe jetzt bemerkt, dass Sie außerordentliche Fähigkeiten haben. Damals, als ich noch gedient habe, da waren solche Männer wie Sie wirklich sehr praktisch. Daher würde ich mal vorschlagen, ich öffne die Tür und falls da etwas Ghoulhaftes außer mein Sebastian kommt, schmettern Sie es um. Ich denke nach, Moment. Ich dachte schon, ja, irgendwie ausgeschaltet. Ich stapfe einfach nur vor und versuche selbst die Tür zu öffnen. Okay. Gut. Dann soll es eben so sein. Teamarbeit wird bei Ihnen nicht groß geschrieben. Ich bin mittlerweile pisst auf die Leute, auf die ganzen verschlossenen Türen. Ich bin langsam Was echt. Was hab ich an den denn Punkt gemacht? Ich hab nur eine Tür angestarrt. Also, die Tür. Also, das ist eine ganz normale Holztür und sie geht auf. Ja. Siehst du, dann ist deine Laune doch instant besser. Eine Tür, also, die aufgeht. Super. Du siehst da eine kleine Treppe, das ist ein bisschen draußen, ne? Da ist ein kleiner Garten. Ein Kräutergarten, oh nein, ist da unten. Jetzt kommen die Zombiehunde. Okay. Die Ghoulhunde. Was? Ein kleiner Kräutergarten, sehe ich, weil ich sehe jetzt nur von hier eine Treppe, oder? Wie ja, du siehst das ganz, ne? Also es ist es geht runter, ne? Weil ihr seid ja im zweiten Stock, ne? Und da unten ist dann ein großer Kräutergarten. Sehe ich auch schon, wie der eingezäunt ist, also ob der eingezäunt ist oder wie auch immer. Er ist alles komplett eingezäunt, auch das Dach ist eingezäunt. Du bist da zwar in der frischen Luft, ne? Und das ist alles mit Gittern, aber ihr würdet da. Also ist sonst alles eingezogen. Also kommt da ist keine Tür, die nach draußen führt oder so. Ich kann dir jetzt schon sagen, welche Karte das ist, wo du abgekupfert hast. Ja, ja. Ist auch eine selbe. Ben? Aber ich hab's verändert. Ja, ganz, ja, kurz, ja, ja. Ganz kurz einwerfen, wenn ich jetzt hier. Ich bin hier so jetzt mit rumgeschlichen, ne? So. Ja. Ich würde jetzt aber, mein Charakter würde sich nochmal umdrehen und hier quasi so um der Ecke lunsen, ob hier mich halt irgendwas verfolgt. Kann ja, genau, irgendwas, ja, ja. Also da ist nichts, du siehst nichts, ne? Nix. Nein. Okay. Hat echt lange gebraucht. Dann trabe ich da langsam hinterher. Eine der Grundregeln vom. Muss ich nicht hinterher. Ja, von PNP ist, du darfst klauen. Ach, ich darf klauen. Gut, nein, du nicht. Ich hab das allgemein metamäßig gewählt. Ich seh den Zaun und sehe, dass wir nicht rauskommen. Und ich hab so dermaßen die Schnauze voll. Ich schreit's einmal laut, du kranker Bastard, falls du uns noch hörst. Wenn ich dich in die Finger kriege, ich lass dich so langsam ausbluten. Ich freu mich drauf. Was? Ja, das kam raus. Das habt ihr alle gehört.
freue mich drauf. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht. Achso, ich freue mich drauf. Und dann werde ich ihn, wenn ich meine Geige wieder habe, das Schlimmste, was mir einfällt, werde ich ihn spielen. Da bin sogar ich sprachlos außer meiner Last Christmas. Und ich sage einfach nur, wahrscheinlich reicht es einfach, wenn sie reden. Nun bitte, ich habe sie gerade sprachlos gemacht. Nun gut, wir könnten auch nach oben gucken gehen. So, hier. Hier nichts. Ja, musst du ein bisschen weiter. Guck hier noch. Ich weiß jetzt halt, wie die Karte aussieht. Es hat übrigens, hört ihr lang raus, dass es regnet. Ne? Da ist eine Tür. Ben, ich guck übrigens, wenn ich hier so langsam hinterher trabe, musst du immer im Hinterkopf haben, dass ich mich auch immer noch umgucke, ne? Mhm. Ob irgendwas hinter mir ist. Wir hören, dass es regnet. Sind hier irgendwo Fenster? Ja, ja. Es sind überall Fenster immer wieder mal, aber es sind so... Ach so. Und da war der Kräutergarten. Wo vorbei und der Kräutergarten, ja genau. Der ist ja offen. Wie hoch befinden wir uns? Zweiten Etage halt. Wie hoch eine zweite Etage halt ist. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Warte. Sieh jetzt, ist, dass das eine Geige sein soll. Ich habe jetzt ganz. Die Tür ist offen, ne? Es ist aber auch eine schwere Tür. Ne? Alter. Und du siehst sofort, dass an der einen Ecke. Stopp, stopp. Ein Ecke. Ja, ja. Ja. An der einen Ecke hängt ein Mann an einem Holzkreuz, der euch anguckt. Also ich sehe es nicht, aber dafür hast du jetzt Harpus Bild genommen. Für ja. Boden. Nein, der. Na gut. Er wurde von seiner Gruppe zu Tode genervt. Das ist ein Crossover. Jetzt. Ja. Jetzt ist der Crossover da, ja. Was ist jetzt mit dem? Ist er tot? Lebendig? Nein, er guckt euch an, ne, und ihr merkt, ihm fehlt ein Auge. Und mit dem anderen Auge guckt er euch ganz zornig an. Aber er hat. Augenfarbe? Bei euch ist gut. Bisher guckt doch bloß. Da müsste Pewford beide auch nicht. Er hat grüne Augen. Wir haben ihr Auge gefunden. Aber er hat sein Mund ist zugeklebt. Ach, er hängt also wie im Kreuz dran, ne? Also er hängt da und sein Mund ist zugeklebt. Mrs. Dingsbums. Mrs. Weibstück. Gehen Sie doch mal dahin und helfen Sie diesen Mann. Mrs. Weibstück? Da ist ein Mann, ach so. Ja, da ist ein. Ist er gut aussehend? Oder so suboptimal? Es ist Harpus. Fragst du mich das? Er sieht aus wie Harpus. Er sieht aus wie Harpus. Gut. Dann eher suboptimal. Kümmern Sie sich doch bitte um. Major, gehen Sie vor? Nein, der Mann sieht sehr verletzt aus. Man ja, und ich renne doch nicht einfach in den unbekannten Raum. Wir können... Sehr geehrter Herr Mann, mein Name ist Priscott Buford. Sie kennen mich bestimmt. Mein Name du stehst Mann. Immer noch an der Tür, ne? Ja, ich gehe jetzt in die Tür. Einen Schritt rein. In dem Moment merkst du, dass jetzt unten an dem Raum und oben überall Kameras sind. Und das sind sehr, sehr viele. Und die sind nicht mehr so eine alte Version, sondern richtig fest installierte Kameras, die sehr stabil auch aussehen. Aber die drehen sich gerade sofort zu dir. Oh Gott. Vielleicht begrüßt meine Stars, Fans, was auch Groupies, je nachdem, was man sagen möchte. Mrs. Ja, ich kenne deinen Namen nicht, du hast ihn mir immer noch nicht gesagt. Mrs. Weibstück. Ach, unterstes Niveau. Bitte helfen Sie doch diesem Mann. Er sieht sehr krank aus. Ihm fehlt ein Auge. Wie habe ich mich genannt? Und sein Mund ist zugeklebt. Ich tippe jetzt meinen Vornamen. Celia.
Hast du nicht in dem Dokument stehen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, es war Waldhausen, bin mir nicht ganz sicher. Du hast mir deinen Nachnamen nie gesagt, darum habe ich nur deinen Vornamen reingeschrieben. Waldhausen ist dort. Dort steht in meinem Zettel drin. Dann schreib's auf deinen Charakter jetzt. Ich bin Frau Waldhausen. Frau Waldhausen. Kuchen. Wald wieder Wald oder mit Tee? Hm? Wald wieder Wald oder? Wieder Wald, wieder Wald. Okay. Waldhofen. Hausen. Waldhausen. Mhm. Waldhausen. Das ist Waldhausen. Jetzt, Sie haben doch, Ihr Job ist es doch, Leuten zu helfen. Schauen Sie sich diesen Mann doch an. Der braucht unbedingt Hilfe. Der hat nur noch ein Auge. Hat jemand die Augen eingepackt? Vielleicht können wir jetzt die wieder zurückstecken. Das ist kein Roboter. Also fehlen ihm tatsächlich die Augen? Nur ein Auge fehlt ihm. Einfach versuchen, wieder reinzudrücken. So, das geht schon. Kann ich die Kameras sehen, ohne den Raum zu betreten? Nein. Das sind meine Fans. Da brauchen Sie keine Sorge vor. Nein, Quatsch. Jetzt geh doch einfach in diesen Scheißraum rein und kümmere dich um den Typen. Ja, mein Charakter ist aber sehr vorsichtig. Cool. Die rennt nie einfach so irgendwo rein. Die rennt nicht so rein. Mister Einauge. Mister Einauge. Hören Sie mich. Odin. Er guckt dich an. Wie geht es Ihnen? Wurden Sie hier auch gefangen? Nicken Sie einfach, wenn es geht. Scheiße. Blinzeln Sie. Blinzeln Sie mit Ihrem alten Auge. Also, sein Blick. Also, von seinem Blick her kannst du sagen, er hat richtig Hass in seinen Augen. Also, er sieht dich jetzt nicht als Freund an. Wenn ich bin doch der Freund von allen. Sie das ist Hartmut. Das ist definitiv Hartmut. Frauen wollen bei mir sein. Männer werden eifersüchtig. Wenn kann ich nicht hassen. Ja, was ist? Kurze Frage. Bei der Dauer von meinem Skillkrempel hier steht ja immer eine Szene. Ist das jetzt schon eine neue? Ist das mal Frage? Ja, das ist neue Szene jetzt, ja. Kann ich denn zwei von den Dingern gleichzeitig? Du kannst so viel Disziplin aktivieren, wie du möchtest. Du musst für jeden einen Waldungscheck machen. Ja, auch die Beißen. Im alten System hätte man Blutpunkte einsetzen müssen, weil du da so einen Blutpool hättest. Ne? Das wäre dann begrenzt. Dadurch haben sie jetzt die Disziplin ein bisschen abgeschwächt, aber du kannst sie die ganze Zeit nutzen, nur halt dein Hungerwert ist nicht. Ja, gut, nee, Mist, das Problem ist, bringt halt gar. Zum Beispiel, Major hier ist eigentlich jetzt sehr beschränkt, was er von Fähigkeiten haben kann, weil, wenn er jetzt noch einen Meinungscheck daneben macht, hat er ein Problem. Wo daneben? Wenn er jetzt irgendeine Disziplin einsetzt oder sein Blut irgendwie nutzt, sich zu heilen, ne? Und er muss ja einen Wallungscheck machen. Und wenn dieser Wallungscheck nicht erfolgreich ist, hat er einen Hunger von 5. Scheiße. Ach, du hast schon 4, ach du Kacke. Ja, der frisst uns gleich auf. Und er ist Gangrel. Das bedeutet auch noch, dass seine Raserei nicht so... Was bedeutet das? Habe ich jetzt nicht gehört. Als Gangrel verfällt er schneller in Raserei als andere. Darum erhöhe ich bei ihm seine Schwierigkeit auch immer automatisch. Es gibt ja mehrere Rasereien. Zornraserei, Hungerraserei oder Furchtraserei. Also du kannst auch aus Furcht in Rage verfallen. Ne? Also wenn du jetzt Angst um dein Leben hast. Das kann bei mir schon nicht passieren, ich bin Major. Naja, aber auch ein Lagerfeuer kann dir schon Angst machen, weil offenes Feuer ist für Vampire nicht gerade das Beste. Die haben alle eine Feuerphobie. Ich nicht. Doch, du auch. Nein. Frinja ist ein Vampir. Frinja ist ein Vampir. Ich liebe aber Kaminfeuer und Kerzenfeuer. Aber nur künstliches. Nein. Aber abgeschottetes. Na gut, das stimmt. Wenn jetzt dieses Gebäude anfangen würde zu brennen, habt ihr ein Problem. Ja gut, aber das ist ja auch nur menschlich. Nee. So, ihr seid immer noch der Einzige im Raum, ne, sagt, kommt rein und die anderen kommen nicht. Ja, bin ja schon gewöhnt. Ich laufe nur hinter Major hinterher. Der ist festgebunden, gell?
Spotter. Der ist festgebunden, ja. Jetzt, Leute, habt euch nicht so. Der Mann ist festgebunden. Da hat irgendjemand Bondage mit ihm betrogen. Den zieht doch noch ein Stückchen weiter rein, Mr. Pewford. Ja, gut, dann gehe ich halt noch ein Stückchen hier rein. Tada. Du hast jetzt das. Du hast es zu. Ach ja, Udo! Mann. Du hörst wieder ein kleines Flüstern. Vorsicht, der Mann ist gefährlich. Wer ist gefährlich? Macht's nicht besser. Scheiße, meine Skills bringen ja gerade nix, ja. Shit. Fällt mir was an seinem Verhalten auf, wenn ich zum Handtipper gucke? Weiß ich nicht. Benimmst du dich komisch, wenn jemand, wenn du das Geflüster hörst? Robby. Was? Entschuldigung, ich hab grad gelesen. Ich hab grad gelesen. Was? Ob du dich komisch benimmst, als du das Flüstern hörst. Naja, ich werd halt immer unruhiger. Das ist mir halt nicht hier heuer. Ich überleg grad, ob ich mich dort rein sneake. Also hier steht, die Kraft täuscht nur Personen in Hörweite und keine elektronischen oder übernatürlichen Überwachungssysteme. Also kann ich, wahrscheinlich bringt das ja bei den Kameras nichts. Ich gucke mir die ganze Zeit abwechselnd. Nein, Verdunklung hilft bei Kameras nie. Ach so, das heißt, sie können es trotzdem aufzeichnen oder alles was? Können, Kameras können nicht getäuscht werden durch übernatürliche Verdunklung. Okay, mein Charakter guckt übrigens im Wechsel zwischen Mr. Pewfo und den anderen. Weil ja. Schön. Deswegen kann ich auch ruhig fragen, ob mir sein Verhalten so auffällt. Irgendwie. Aber ich könnte mich doch an den Rand sneaken, oder? Die Kameras würden das zwar sehen, aber kann ich mich mal in den Raum schleichen, ohne dass der Typ mich sieht? Also der Typ guckt gerade genau in die Richtung der Tür, weil da steht ja auch der Buford und der sieht auch Susi schon, also die Ophelia, die sitzt durch die Tür, die ist ja offen. Bringt mir das ja auch nichts so richtig. Nee. Du könntest dich zwar verdunkeln, also in der Ecke und dann reingehen, dann würde er dich nicht sehen. Aber die Kameras würden dir vielleicht folgen, weil die folgen im Moment ja auch der Buford. Ja, aber das würde ich trotzdem gern probieren. Ich will nur, dass der mich nicht sieht. Gut, die Kameras, die werden. Ja, müssen wir probieren. Aber das würde ich machen. Das war so. Das Problem ist, deine Verdunklung funktioniert nur, wenn du stehen bleibst. Du bist nicht stark genug in der Verdunklung, um dich zu bewegen. Dann mache ich das nicht, weil dann wird das ja sowieso nichts. Sieht der Mann aus wie ein armer Gucker? Warte. Ich habe gerade einen Raid. Hallihallo zusammen, danke für den Raid. Susanne, jetzt tu dem doch mal helfen, dem armen Mann. Ja, der hängt am Kreuz und blutet. Ja, da guckt ja auch böse. Dann versuche ich jetzt, die Susanne zu nötigen. Hallo. Ja, mich kannst du ja nötigen, ob das mein Charakter macht, ist ja eine andere Sache. Ja, ihr traut euch nicht in diesen Raum. Der Einzige, der sich traut, ist der am wenigsten Leben hat. Ich versuche jetzt, ich guck jetzt. Dann gucke ich jetzt die Susanne an und versuche die zu nötigen, da reinzugehen und dem zu helfen. Das ist fast den Tod gewesen. Ja, deswegen, ich lasse es lieber. Bei dir lasse ich es. Dann würfel ich das jetzt, damit ja was losgeht hier. Also wem, was würfelst du jetzt? Gehst du nicht rein? Weil ich vorsichtig bin, hallo, ich höre Stimmen. Ich bin auch vorsichtig. Ich höre Stimmen, ich werde wohl kaum dort reingehen, so. Warum soll ich dann reingehen, bitte? Weil ich das jetzt dir jetzt sage. So, nötigen war was? Ich habe auch nötigen. Das steht auf deiner Karte, oder? Charisma und Beherrschung, aber Beherrschung war was anderes, ne? Da muss ich jetzt hier Dings nehmen. Das hat man doch vor uns schon mal gemacht. Genau. Das bei Überzeugung Charisma wolltest du, oder? Ja, genau. Irgendwie so. Genau. Wo ist es? Hier, überzeugen. Charisma. Charisma. So. Danke für dein Follow. Freut mich sehr. So, 4 Erfolge, jetzt aber. 4 Erfolge, ja, aber Gegenwurf musst du ja auch machen, ne? Wen machst du das jetzt? Na, gegen die Ophelia. Ophelia, da musst du
Geh jetzt da rein. So. Na, da musst du einen Gegenwurf machen. Nehmen wir das? Was stand auf der Karte, was der Vampir für einen Gegenwurf macht? Intelligenz und Entschlossenheit. Intelligenz und Entschlossenheit musst du würfeln. Warte mal, das gucke ich mal nach. Das ist ein Attribute. Dort. Moment. Ups, jetzt habe ich mich. So. Hallo zusammen. Also warte mal, jetzt muss ich mir eins aussuchen, oder? Nein, du machst jetzt Intelligenz, ja. Klickst du an, ne, und an welches Attribut machst du Entschlossenheit rein. Entschlossenheit. Weil Attribute können miteinander kombiniert werden. Na, das hat jetzt nicht geklappt, so, ja. Einfach ohne irgendwas. Einfach, ja. Was zwei Erfolge, das heißt, er hat zwei Erfolge mehr, das heißt... Er überzeugt dich schon. Mit seiner Vampirkraft. Du gehst jetzt bitte mal da rein und hilfst dem Jungmann. Ja, uns geht's gut. Die trauen sich nur nicht in den Raum. Ich bin schon in dem Raum. Ja, aber der Rest nicht. Ja, Susi, dann. Dann musst du dann das aber jetzt machen, ne? Ja, ich bin doch einen Schritt reingegangen. Ja. Einen Schritt bist du jetzt rein. Und, was sehe ich? Du siehst genau das, was Büffel auch gesehen hat, die ganzen Kameras an den Wänden unten oben, die jetzt sich auch in deine Richtung drehen. Ich habe aber gesagt, ich soll dem auch helfen. Ja, Moment mal. Ja. Es sind insgesamt 6 Kameras, die verteilt in dem Raum sind, um alle Ecken zu leuchten sozusagen. Ja, Robby, aber du kannst ja trotzdem meinen Charakter beeinflussen, da ist er trotzdem vorsichtig und guckt hier erstmal. Doch, mein Charakter kann das. Das wäre zu übermächtig. Ich bin mir auch sicher, Ben stimmt mir dazu. Er kann nur eingeschränkt hier sich überzeugen. Also es geht ja auch darum, wie dein Charakter darauf reagiert. Wenn er jetzt komplett gegen deinen Werten ist, wird das auch umso schwieriger. Aber sie muss auf jeden Fall reingehen und sieht jetzt einen verletzten Dude. Der hängt da, ja. Wie viele Kameras sind das, wollte ich erstmal wissen. 6 verteilt im Raum. 6. 6 Kameras. Das muss ich mal kurz notieren. Und sonst sehe ich nichts, Fenster. Nicht von der Position an. Danke, dass du da warst und danke für den Raid. Dann gucke ich mir jetzt die Person dort an. Wie reagiert die auf mich? Wie guckt die mich an? Also die guckt genauso grimmig und wütend, hasserfüllt an wie alle anderen auch. Also er guckt einfach in eine Richtung. Er hängt da. Der Mund war verklebt oder was? Ja, der Mund ist verklebt mit dem Panzertape. Na gut, dann ich nähere mich der Person. Etwas erstmal. Ich guck mir nicht, weil ich will wissen, was die anderen machen. Bleiben die jetzt einfach im Gang draußen stehen? Oder? Ja, keine Ahnung. So. Bei mir ist jetzt schon wieder alles zu lange gedauert. Gehe ich jetzt rein? Und dreht den mit dem Stiefel ins Gesicht. Er hat vielleicht noch Informationen. So, wir sollten auch vielleicht ein bisschen pragmatischer angehen. Ihr könnt auch mit Steuerkreuz steuern, ne? Nicht nur mit der Maus. So. Stimmt. So, und ich ignoriere den einfach. Der ist da. Ja, der ist da. Was. Die Kameras sind an den Wänden hier. Ja, da. Ja. Also, sie sehen so, dass sie wirklich jede Ecke in diesem Raum erfassen können. Aber die stören mich direkt wieder. Ich sehe jetzt nur den Typen und die 6 Kameras. Es ist nichts anderes im Raum. Ich will gucken, was du siehst gerade. Du siehst, sonst ist da noch ein Tisch in der Mitte, wo auch wieder so ein Getränk steht. Also da steht so eine Weinkaraffe, die anscheinend leer ist und ein paar Gläser, aber sonst siehst du da nicht. Okay. Ich würde zum Tisch gehen. Ja. Weil es jetzt schon ist, deswegen. Der ist hier so in der Mitte, ja. Okay. Hier. Dann gehe ich mal kurz dahin. Und hier ist jetzt ein Fenster an der Ecke. Ein großes, aber es ist auch Fenster sehr... Auch noch. Okay. Also da ist ein Fenster,
Hier überall sind Verteilkameras. Ja, und das ist auch eine Wand hier. Also da geht es auch nicht weiter. Okay. Ach, der Raum ist sonst geschlossen. Sonst ist er geschlossen, ja. Das ist. Da ist nur der Typ und die. Ja, genau. Oben geht es nicht weiter. Zu. Dann ist der nächste Schritt für mich, dass mit dem Tisch, sorry, da wusste ich nicht, dass hier nichts anderes mehr ist. Keine Tür und sowas. Ich sehe einfach nur, ist nichts weiter, ich würde wieder rausgehen. Ist okay. Mir egal. Fast die Tür geschlossen. Nein, jetzt habe ich die Tür geschlossen. Ja, das war genau so. Machst du was, Robby? Ich wollte eigentlich den Major gerade hinterher dackeln, aber wenn der da nicht reingeht. Ich geh mal kurz so. Na doch, er ist ja reingegangen. Ja, kurz. Drin oder bin ich raus? Der Raum ist unwichtig für mich. Ich klon's mal hier so rein. Ja. So, und sehe den Dude, sehe ich. Und da hörst du wieder das Flüstern. Der ist gefährlich. Okay. hat das schwarze Symbol bei dem da was zu bedeuten? Nein, das ist, das konnte ich nicht wegmachen, das ist einfach. Ach so. Im Grunde zeigt es nur, dass es das Kreuz, wo er dran hängt. Okay. Aber wenn der gefährlich ist, hat der mich schon gesehen? Ja, der sieht alle, weil die Tür offen steht. Alle, die alle schon da waren, also er hat euch jetzt alle schon gesehen. Setz jetzt mich ran gesneakt. Brauchst du nicht mehr ranschleifen. Ja, dann. Ich gehe ein Stück mal weiter rein. Ich sehe, dass der. Also der kann sich auch nicht wehren oder so, ne? Nein, der hängt da. Der dreht nur seinen Kopf immer zu euch, wenn ihr euch bewegt. Also er guckt euch hasserfüllt an. Erfüllt. Also, ich wollte gerade fragen, was passiert, wenn ich mich den halt näher, weil ich bin ja jetzt schon etwas näher mit dran. Ja, er guckt dich sehr, sehr energisch und hasserfüllt an. Mister, brauchen Sie Hilfe? Ich gucke mir genau seinen Gesichtsausdruck an. Keine andere Regung als dieser Hass. Soll ich ein Mensch oder ist es ein Vampir? Kannst du das feststellen? Ich ja. Ich spüre sowas. Also ich habe auch die anderen sofort erkannt, dass das Vampir ist. Nee. Ich möchte, dass du dann auf Wahrnehmung Geistesschärfe mal würfelst. Wahrnehmung und Geistesschärfe. Wenn du das spezifisch wissen möchtest. Ich hatte doch auf Wahrnehmung was. Hattest du was auf Wahrnehmung? Nee, du hattest eigentlich nichts. Nicht mehr? Nee. Was? Wahrnehmung und? Geistesschärfe. Geistesschärfe. Ich glaube, habe ich auch nichts davon. Drei Erfolge. Ja. Drei Erfolge. Also, du merkst einen Herzschlag an ihm und Atmung. Es ist ein Mensch. Es ist einer von uns. Was? Ja, wenn ich nicht erfahren, dass. Also sagst du das laut gerade? Was sagst du jetzt laut? Bitte Moment. Mister. Mister Mensch! Mister Mensch! Sie sind ja einer wie Sie. Wissen Sie, ich habe ein. Wie nennt man das in eurer Sprache? Überhaupt nicht auffällig. Wir sind ja einer von ihnen. Sagt der Erdling. Erdling, wir sind ebenfalls einer von ihnen. Gut, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr auf. Wie sieht der aus? Also hat er Lumpen an oder sieht er also, ein bisschen... Also er hat so richtig schwere Lederklamotten an. Also, Rocker! Nein, nicht nee, dunkles Leder, so Tierleder hat er an. Es ist Harpu. Ich habe extra Harpu genommen, weil es wirklich... Er sieht wirklich so aus, ja. Okay. Wenn ich schon jeden Charakter nehme, dann sieht er auch so aus. Wie ein Bauer. Ein Bauer. Oder ein Barbar. Ein Barbar. Die Armen.
Gut. Kennst du Hugh Jackman aus dem Film Van Helsing? Ja. So sieht er aus. So sieht er aus. Okay. Ja. Gut. Meine Herrschaft, ich bin hier durch. Sie können gerne machen, was Sie wollen mit dem. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht mehr auf die Maskerade aufpassen. Tschüss. Mister, soll ich Sie vielleicht von dem Ding da befreien? Würde dann... ich dir nicht raten, äußere ich noch und gehe dann. Also reagiert er auf mich? Er guckt dich an, ja. Nicken Sie, wenn ich tun soll. Er reagiert nicht drauf. Ich würde... Pass auf. Hinterhängen, saug ihm aus, irgendwas davon, aber befreie ihn bloß nicht. Rufst du das? Nein. Pass auf. Der hängt ja nur so da, ne? Der hängt nur da, ja. Ich würde quasi hinter den gehen, so dass der... Seine Füße kann er frei bewegen? Nein, er ist auch festgebunden. Der hängt ja da. Hängt wie ein Kreuz. Blutet er, dass ich, wenn dem ein Auge fehlt? Getrocknetes Blut. Sie hat geblutet, ja. Kann ich dem von hinten das Genick brechen? Jetzt, wenn er mich nicht sieht? Er ist ein bisschen erhöht, also du müsstest schon noch hinterher hochklettern. Kann jemand Räuberleiter machen? Ich nicht. Ist ja nur frei, ne? Ja, Tipper, was tun Sie da? Nix. Ich möchte ihm den Kleb... Was hat er? Klebe... Ne, Klebeband nicht. Panzertape, ja. Vom Mund reißen. Also ich bin ja hier Pflegerin. Also ich mache ihn vorsichtig und zack. Ja. Versuche ich. Und er spuckt sofort auf dem Boden Blut aus. Ne? Ihr verdammten Blutsauger. Ich werde euch alle vernichten. Lasst mich hier runter. Was ist ihm passiert? Ja. Ihr seid passiert. Wir sind ja eigentlich nur in einem anderen Raum aufgewacht und wissen von gar nichts. Kann ich dem in den Taschen greifen und gucken, ob der Loot dabei hat? Du kannst ihm in den Taschen greifen, er kann sich wehren. Kannst du die Finger davon lassen? Lass die Finger von mir, du Blutsauger. Hat der was dabei? Wenn man den durchsucht. Ja, er hat einen Zettel dabei. Ja. Ein Zettel? Ja. Ich sehe dich. Nein, das steht nicht drauf, Udo, ich sehe dich. Ich möchte versuchen, ihn zu beruhigen. Ich bin ein allergrößter Fan. Liest du den Zettel? Ja, natürlich lese ich den für mich erstmal. Ja, ja. Udo, töte ihn. Also ich sehe doch, dass er ein Zettel... Oh Mann! Ja, Mann! Warum? Ist der Zettel auch durch ihr Blut durchtränkt? Nein, das ist ein normaler Zettel. Das ist ein blutdurchtränkter Zettel. Ja, der war ja voller... Aber ich sehe, dass er einen Zettel da rausholt, ne? Ja, das hast du gesehen. Das steht ja direkt neben dir. Herr Dipper, was steht denn auf Ihrem Zettel drauf? Das geht Sie nichts an. Na, ich frag das, weil... Das ist mein Liebesbrief. Ich habe vorhin auch einen Zettel gefunden. Ich sag dir nicht, was da drauf steht. Okay. Ich möchte den Mann beruhigen. Dass er vielleicht ein bisschen... Ich muss mal kurz was lesen. Diesen Vampirjäger, den wirst du nicht... Also du kannst versuchen, ihn zu beruhigen, aber ich würde dir wirklich die Schwierigkeit gerade von 5... Du brauchst mindestens 5 Erfolge, damit da irgendwas passiert. Der wurde gefoltert. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die an ihm vorbeikommen. Ja, aber ich bin doch sehr empathisch. Ich will es einfach nur mal versuchen. Ja, kannst du machen, auf jeden Fall. So, also, was nehme ich da jetzt? Menschenkenntnis, nee. Nein. Also, du willst ihn ja beruhigen. Hm. Dann... Kotterin, in welche Art willst du ihn beruhigen? Ja, ich möchte, dass er versucht, Vertrauen, also, ne, sich mir zu öffnen, quasi. Hm. Würde ich wirklich auf Menschenkenntnis und Manipulation. Und Erschwernis? Das sagtest du nochmal? 5. Bin schon mal gespannt. Schade. Verschaffst du nicht. Ich möchte Ihnen helfen.
Blutsauger helfen nicht. Die sind nur noch Monster. Ihr gehört nicht in diese Welt. Genau wie euer Kollege. Welcher Kollege? Der Wolf. Herr oder der Wolf? Der Wolf. Welcher Wolf? Verarschen kann ich mich selbst. Ich hab halt nichts. Ich guck Hilfe suchen zu Herr Dipper. Komm, jetzt ist deine Stunde. Manipulier den Kerl. Was soll ich denn den manipulieren? Was soll ich denn? Ich bin schon aus dem Raum, ich hab die Hälfte nicht gehört, daher. Was ist ihnen denn geschehen? Was hat denn dieser Wolf mit ihnen gemacht? Ich würde, wenn die reden, mich immer so ein bisschen weiter wegbewegen, nach und nach. Hm. Ihr seht mich doch an! Das habt ihr gemacht! Nein, also ich hab gar nichts gemacht. Bring ich schon um? Nee, ne? Bring ihn um. Kann ich das denn wirklich heraus? Also, bin ich 100% sicher, dass das ein Mensch ist und kein Vampir? Du bist dir gar nicht sicher, nein. Kann ich das rausfinden? Kannst du versuchen, ja. Aber ich habe das doch mitgekriegt vom Herrn Pufort, dass. Wahrnehmung Geistesschärfe musst du würfeln. Na, er hat das, ja, Herr Pufort hat das gesagt. Aber der Schwert durch drei. Gesagt, ja. Ich würde mich davon. Also, eigentlich habe ich offensichtlich erzählt. Ich meine. Ja, wenn du es gesagt hast, dann ist es ja so. Ich weiß ja nicht, was du sagst. Ich kontrolliere dich. Ich habe ja gesagt, ihr braucht nicht auf die Maskerade aufpassen. Pups egal. Mhm. Gut, Pups egal habe ich jetzt nicht so gesagt. Sind ja Erdling genannt. Das sind ja Erdling. Menschling. Herr Mensch! Dann Herr weiß Mensch. Ich. Also weiß ich, dass das ein Mensch ist. Ja. Also wenn du dem Herrn Pufort glaubst, dann ja. Ich bin allwissend. Ja, nee, es geht nur darum, was du sagst und was wir glauben. Das ist kann, halt ich das, kann ich das bitte selber nochmal checken, ob das ein Mensch ist? Ja, kannst du machen. Okay, was muss ich würfeln? Du musst auf Wahrnehmung und Geistesschärfe würfeln mit einer Erschwernis um 3. Ja, ich weiß schon, was das ja hinausläuft. Du hast ein Erfolg. Und bestialischen Fehlschlag. Oh. Vielleicht frisst er uns. Nee, da ist das ist einfach nur eine versucht. Also du merkst schon, dass er atmet. Also ich merke, er ist auf jeden Fall. Also ich merke, er ist menschlich. Er ist nicht tot. Also untot. Ja. Okay. Er ist kein Vampir. Ich kann doch bestimmt erkennen, ob er geschwächt ist oder so, oder? Wenn ich erkenne, dass er aber kein Vampir ist, ne? Dann würde ich jetzt. Also, er hat geblutet. Er ist ein bisschen angeschlagen. Ich würde ihn nicht töten wollen. Was willst du? Ich will ihn nicht töten. Ich töte aber euch, sobald ich hier rauskomme. Ich würde ihnen gern helfen. Das Problem ist, wenn ich sie frei mache, dann gehen sie vielleicht auf mich los. Kluger Blutsauger. Ich verlasse vorsichtig den Raum und guck mich aber permanent um. Hm. Bist du draußen? Jetzt bin ich draußen. Hm. Also dieser Typ, der guckt Ophelia nochmal an. Ich bin noch drin, ne? Ja, genau. Er guckt dich an. Ne, und sagt, dieser Udo ist ganz schlimm. Passt auf ihn auf. Was? was wissen Sie von ihm? Was weiß ich von nicht was? Von Udo. Wer ist Udo? Er hat es aber gerade schon zu mir gesagt, ne? Ja, er hat das zu dir gesagt, ja. Also jetzt sehe ich da eher ein Bild vom Zwerg. Nein! Wo
Grobosch! Es ist nicht Grobosch! Vielleicht baue ich ihn ein. Also ich gucke ihn, ich versuche ihn ganz durchdringend anzugucken. Also nicht er böse, spuckt wieder auf den Boden. Ich möchte ihm halt irgendwie helfen, ja. Mhm. Aber das hat mich jetzt auch verwirrt, was der gesagt hat. Ja. Was hat er, haben Sie den Wolf gesehen? Wie sieht er aus? Wie ein Wolf. Wie das Tier? Ihr wisst doch, was ein Wolf ist. Oder weiß ich das? Sein Wolf. Das weiß ich nicht. Hat es dir dein Erzeuger erzählt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Im Zweifel immer ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja. Also du gehst aber, davon aber aus. Aber mich an die Welt irgendwie eingeführt. Ja, ja. Also du hast schon mal gehört, dass es Werwölfe gibt. Das notiere ich mal kurz. Und sie sind keine Freunde der Vampire. So. Würden Sie uns mehr vertrauen, oder zumindest mir mehr vertrauen, wenn ich Ihnen helfen würde? Sie befreien würde. Blutsauger kann man nicht vertrauen. Ihr gehört nur tot. Dann vertraue ich euch. Dann tut's mir leid. Und dann verlasse ich den Raum. Wir werden uns wiedersehen. Okay. Ja. Er guckt immer noch hasserfüllt hinterher, bis die Tür zu. Ja, die Tür zu. Ja, wir gehen jetzt den Rest hoch. Dass die Treppe geht hoch statt runter. Ne, die Treppe geht runter, aber das ist ja abgegrenzter Kräutergarten, da ist nichts da unten sonst. Ich wollte gerade. Abgegrenzter Kräutergarten. Warum beruhigt ihr mich jetzt alle? Ich bin schon seit 5 Minuten. Weil wir rennen. Ich glaube, also, die ganze Zeit im Auto drauf, dass hier irgendwas. 5 Minuten rausgekommen, ne? Cool, wenn ihr so rennt, dann setzt mich hier. Ach, geht nicht. So. Ja. Dann geh ich da halt alleine hoch. Runter. Das ist runter. Das ist, da geht, das ist ein Kräutergarten. Ihr seid im zweiten Stock und da unten ist halt der Garten. Ja, toll. Der ist komplett abgegrenzt. Jetzt sind wir in einem anderen Universum und dann kann ich jetzt wieder keine Kräuter sammeln. Aber, Beamford sieht ihr da in der Ecke, also ich sehe überall Kräuter, ne? Und dann in einem Boden liegt eine Gartenschere. Die nehme ich. Die nimmst du, ja gut. Sonst noch was? Wo sind denn die anderen jetzt hin? Ja, ihr habt euch getrennt. Ich bin weitergelaufen. Wie weiter? Ich hab mein Ziel. Achso, die andere Tür oder was? Ich hab mein Ziel. Er hat euch nicht gesagt, was los ist. Hab ich noch da. Richtig. Achso, okay. Ich war nur etwas verwirrt, weil ich dachte, vielleicht sind die an einem Bildschirm. Nee. Wenn ihr euch mit dem Typen unterhalten habt, bin ich ja schon ins andere Universum gelaufen. Ja, alles gut. Dann bist du jetzt schon wieder bei Habu, ne? Ja, genau. Wenn da nichts mehr drin wäre, würde ich wieder zurückgehen. Also bei dem Kräutergarten. Ihr seht nur ein paar Kräuter, so ein Schnittlauch oder so, ein paar Pilze und sonst was. Blumen? Welche Farbe haben die Pilze? Das sind schwarze Pilze. Doch ein Crossover. Die tue ich nicht anfassen. Gut, dann habe ich die Gartenschere und gehe zurück. Kann ich irgendwas mit meinem medizinischen Wissen bei diesen Kräutern anfangen? Die Pilze sind giftig. Na, warte mal. Das weiß ich, sind da irgendwelche heilenden Kräuter oder irgendwas Nützliches, was Giftiges? Nicht, dass dir da jetzt was auffällt, nein. Also das sind wohl hier Petersilie und Schnittlauch oder was? Weil es ist noch ist ein bisschen... Oregano. Ja. Marihuana. Wirklich? Nein. Das wäre ja eine Pflanze, die wüsste man das auch schon wieder ziemlich. Na los, Herr Spielleiter, was sind das denn für Kräuter? Die 7 italienischen Kräuter, die du in der TK bei Edeka findest. Sind das. Ach, die 7 Kräuter? Und es sind die 8 Kräuter? Das ist doch egal. So,
Der Major ist weiter voraus. Was machst du da? Ja, jetzt wieder ablenken, nur weil er nicht sagen will, was das für Kräuter sind. Hab ich doch! Da sind viele Pilze, Schnittlauch, das ist er nicht. Aha. Und eine Gartenschere, die eigentlich. Ich laufe anscheinend in Schneckentempo Richtung zur Tür. Ja. Wie schnell darf ich jetzt mich bewegen? Du darfst so weit bewegen, bis da was passiert. Okay. Das liegt daran, dass der Schädel von dem Vieh immer noch an deinem Fuß hängt. Und den... ja. Ich würde jetzt... Boah, ich traue mich nicht, aber... ja. Ich würde jetzt einmal mein Ohr verwandeln. Dann machst du einen Wartungscheck, ne? Ich muss das, nein. Ja, das ist... Ah, voll, gut, okay. Das ist dieses Glücksspiel, hier. Oh mein Gott! Ja, es ist ein Glücksspiel. Und wir jetzt an die Tür lauschen, ob ich noch irgendwas höre, außer das Türgeräusch von vorhin. Oder ob ich noch was Zusätzliches höre. Dann machst du aber auch Wahrnehmung und Geistesschärfe, ne? Brauchst aber keine Schwierigkeit zu nehmen. Du darfst sogar einen Würfel dazulegen. Also Modifikator plus 1. 1 und Schwierigkeit 1, richtig? Nein, 0. Ich habe es immer mit 1 gewürfelt. Ich dachte, das muss immer mindestens 1. 1 ist immer mindestens 1, aber 0, weil du jetzt das in der Verwandlung machst. Es kann auch natürlich schief gehen, wenn du jetzt... Und Schwierigkeit 0. Ja, aber es kann immer noch schief gehen, wenn du jetzt einen bestialischen Fehlschlag machst. Aha, okay. Du hast aber einen Erfolg, du bestialische Fehlschlag, also es ist 0, du brauchst es keinen Erfolg, du hast aber, der bestialische Fehlschlag ist nicht da, okay. Also du hörst ein leichtes Schnauben. Jetzt hilft mir jetzt nicht viel mehr weiter. Nee. Gut, ich werde sterben. Ich öffne die Tür. Ich will sie öffnen. Ja, das kannst du ja. Musst du mit dem Dietrich machen. Ich wollte jetzt wissen, ob's. Stimmt, das sei mit Dietrich. Stimmt. Ja. Mhm. Die war ja zu. Ich habe vergessen. Naja. Mach ich das jetzt? Diebeshandwerk Geschicklichkeit plus 1 Würfel. Hat er einen Dietrich? Ja, hat er. Hat er ja eingesteckt. Wo? Aus dem ersten Raum. Ach ja, stimmt, da war was. Da du Schlösserknacken hast als Spezialisierung aufgrund deines... Also Modifikator 1 und Schwierigkeit 0. Nee, du brauchst Dietrich schon... Dietrich ist jetzt... du hast Modifikator, weil du Schlösserknacken Spezialisierung hast. Ne? Also einen Würfel darfst du auf jeden Fall drauflegen. Das jetzt normal würfeln, aber du musst mindestens einen Erfolg haben. Also du musst Schwierigkeitsgrad 1 haben. Das habe ich mir sogar notiert, dass der Marcel die sich aufgesammelt hat. Da steht Erfolg. Steht Erfolg, bestialischer Fehlschlag. Also, ich sag dir schon eins. Dir bricht dieser blöde Dietrich ab. Er ist kaputt, aber die Tür ist offen. Also das ist ja kannst... Dietrich Set, hast du gesagt. Ja, aber das ist ja Dietrich. Das bricht der ja jetzt ab. Ja, der eine Dietrich. Aber Dietrich Set hat ja meistens so 10 Dietriche. Pass mal auf, ich habe mir was ganz anderes notiert am Anfang. Mir steht nämlich bei mir, dass der Marcel lose Drahtstücke unterm Bett gefunden hat. Ja, Draht. Mir steht nichts von einem Dietrich Set. Drahtstücke. Das hatte ich hier auch schon. Willst du es noch aggressiver sagen? Nein, so meint es nicht, Entschuldigung. Aber es bricht ab. Es ist weg. Aber es ist offen. Okay, Es ist offen. Das ist doch schon mal was. Mhm. Wir kommen der Werwolf-Zombie. Warte, stopp, bevor du reingehst. Ich muss da jemanden reintun. Ich hab nur die Tür aufgemacht. Also, du bist bei der Tür mit dem Sicherheitsschloss, ne? Also, da ist ein Mann mit langem Haar, Bart, ne? Er ist auch gefesselt. Ach so. Er ist auch gefesselt, ne? Hängt aber an so Ketten, ganz starken Ketten, die an eine
an der Decke enden und da laufen auch Kabel entlang. Und an deren Seiten sind zwei Kameras, die genau auf ihn zeigen. Und da hat er auch. Das weiß ich nicht. Also, er guckt sich den ja noch nicht so an. Er guckt, der eine guckt, aber dem fehlt auch ein Auge. Ja, dann wird er bestimmt da rote Augen haben. Im Moment hat der andere eher tierische Augen. Weil er ist... Das ist ein Werwolf. Seine Zähne sind sehr lang, er hat Ohren wie ein Wolf, aber er scheint sich, er ist noch immer noch in einer menschlichen Gestalt und guckt dich jetzt an, ne? Und schnaubt dich an. Kann ich auf den Anhieb erkennen, ob er zu meiner Vampir. Ja, kannst du. Also er ist kein Gangrel. Okay. Ja. Gut, dann ist er Werwolf wahrscheinlich. Wie gesagt, er hängt da in Ketten, also ganz festen Ketten. Okay, da, also erster und zwei Kameras hast du gesagt, ne? Mhm. Und die Tür, die nächste. Ja. Männlich. Die Kameras haben sich auch nicht verändert, die gehen direkt auf den Wolf. Marcel hört eine Stimme, töte ihn. Nein, er hört gar nichts. Ich schaue ihn mir mal an. Er hat ein Auge, das hast du schon gesagt? Ja. Und die Zähne und sowas, aber... Also er Mund ist... Er atmet sehr schwer, also er atmet sehr schwer und schnaubt, ne? Als würde er irgendwie... sehr, sehr schwer atmen können. Das, er will... Er versucht auch die ganze Zeit die Ketten zu ziehen, ne? Und sieht er jetzt das Gesicht, aber sein Mund ist offen. Aber er scheint kein Wort mehr mit zu sagen. Die anderen können langsam hinterher, ne, weil der steht da. Ja, wenn wir können. Ja, können wir, gut. Ich würde ihn mal fragen, kann ich Ihnen helfen? Er schnaubt weiter und guckt nur an die Ketten und zieht da dran, ne? Also irgendwie scheint er nicht. Auch reden. Er kommt, es kriegt kein Wort raus gerade. Gut. Wenn nicht, wieder hat schon, ich gucke die andere Tür an. Hm? Das wird da hat schon. Hier richtig, ja. Also die Tür ist auch so eine schwer, da steht sogar Danger dran. Was ist denn eine schwere? Eine schwere Metalltür. Und so ein Stromzeichen. Kriegst du die auf? Ja, die ist offen. Wow. Da sind... Da ist verschiedene Kabel und Generatoren, also Generatoren und so ein Hebel dran, wo drauf steht on-off. Im Moment steht es auf off. Grill ihn, grill ihn, grill ihn. Ja, das weiß ich schon. Ist, war allgemein Licht jetzt an in diesen Gängen oder ist doch ja, es ist Licht. Ach, Menno. Töt ihn, töt ihn. Ich schalte mal auf an. Ich schalte mal auf an. Du hörst nur ein Geschrei. Der Strom läuft durch den Wolf und er brüllt sich die Seele aus dem Leib. Ich schau raus, zieh den Hebel runter. Ah, bisschen Qualm, aber er lebt anscheinend noch. Er ist ohnmächtig geworden. Ja komm, dann mach dann noch mal einen. Möchtest du reden? Sonst mach ich mal kurz an. Er ist ohnmächtig. Gut, dann... Ja, dann gehe ich mal hin. Ja. Zu ihm. Ja. Looten. Bist du schon da? Bist du schon da. Hat er Kleidung an? Ja, der hat Kleidung an. Ich hab's gerade nicht so ganz mitbekommen, dass jetzt alle dort drin sind. Wir sind jetzt. Wir sind alle nach. Wir sind jetzt mal nachgeguckt. Wir sind noch nicht da, wir sind vielleicht. Aber ihr seid alle in dem Raum drin, oder was? Ja. Wir sind nachgegangen. Also doch drin. Wir sind noch nachgegangen, aber wir sind. Der Major ist er.
Der Mage ist so eine Schnecke, die hat uns alle so gepaart. Ja. Kann ich jetzt mit rein oder nicht? Natürlich, ja. Kannst du mit hin. Du kannst ja, auch aber rein. Ich komm nicht rein. Nee, oben rum. Hä? Du musst einmal komplett rum, weil die Wände dich blockieren. Nee. Das ist nicht der Raum mit den verschlossenen Türen, Krempel, da. Das habe ich auch vorhin gefragt, ob das der Raum ist mit der Sicherheit. Nein, oben die Tür. Oben die Tür. Du musst hier, hier, hier. Ja. Hier. So. Hier. Was ist mit dem Ghoul hier? Der, nee, der ist tot. Der ist schon lange tot. Jetzt bin ich darauf verwirrt. Das war doch der von ganz am, beim ersten Mal schon. Ja. Nee. Also, doch, ja. Doch. Oh Gott, welcher Wort? Der erlegt, davon wusstet ihr nichts. Ach so. Der, ah, hat, der, ja, hat, der jetzt, ist okay. Der ohne Beine gewesen. Was passiert ist, sag einfach, Major ist passiert. Ja, also es ist ja trotzdem berechtigt, dass mein Charakter sich so wundert. Ja. Aber nur mal kurz zurück zum Kontext. Ich will ihn mal kurz durchsuchen. Vorsichtig und ihn beobachten, falls er wach wird. Also er atmet noch, aber er ist ohnmächtig. Du findest auch etwas. Und du findest einen Schlüssel. Ah. Da ich ja gut im Schlösserknacken bin und so, ne? Erkenne ich gleich, ob das zu der Tür gehört? Es ist ein Sicherheitsschlüssel, ja. Ja. Oha. Perfekt. Gut, ich in dem Moment wacht er auf und versucht irgendwie sich zu schnappen mit, dem, mit seinem Maul. Du den Hebel hochmachen. Du bist doch gar nicht da. So schnell bist du nicht. Aber er kommt sowieso nicht an dich ran, weil er durch die Ketten ist er sehr eingeschränkt. Und du hörst nur ein durch die Zähne ein drückendes sagen, lasst mich frei. Jetzt mach ich den Hebel. Aber er versucht mich zu beißen. Ja. Ich boxe ihn erstmal in die Magengrube. Ja, kannst du machen. Da er sich nicht wehren kann. Greif mich niemals an. So, und dann steck ich den Schlüssel ein und bewege mich aus dem Raum raus. Okay. Machen die anderen noch irgendwas in dem Raum? Ich will in dem Raum. Ich mach den Strom an. Okay, dann hörst du wieder ein Schreien. Von dem Typen. Wie lange lässt du den Strom an, oder? Lass den an und geh. Das heißt, wir auf einem elektrischen Stuhl, oder was? Nein, nein, er hängt mit seinen Ketten an der Decken und die Ketten zu stehen unter Strom. Ich würde noch beim Rausgehen noch zu Frau, wie hieß es, Waldhausen. Lass den nicht frei. Und dann warum? Ich sage noch zu dem Typ, leg dich nicht mit Pewford an. Okay. Ja, ich bin dabei, ja. Also, du warst gerade in dem Raum drin, hast dann Strom angeschaltet. Ja. Ich gehe in den Raum und schalte ihn ab. Es raucht ein bisschen da an seinen Armen hinten und er ist ja wieder ohnmächtig. Ja, aber er scheint also nur noch zu leben. Also, er ist jetzt ohnmächtig. Ja. Ja, gut. Könnt ihr so ohne viel machen. Ich beherzige die Worte vom Major und denke an den Typen von vorhin und lass ihn halt auch erstmal hier zurück. Okay. Oder nein, Moment! Ich erinnere mich ja noch an den anderen Typen, also gucke ich mal, ob er was in der Hosentasche hat. Der war gerade unter Strom. Er hatte nur den Schlüssel. Das wurde schon durchsucht. Achso, das wurde schon. Habe ich schon, ja. Na, habe ich das mitbekommen? Nö. Nein. Hoffe ich nicht. Ja, also du, ich will nach dem Zettel gucken, ist klar, ne? Dein Zettel hat, will ich wissen. Findest keinen Zettel. Na gut, dann kann ich halt jetzt rausgehen. Auf den Asche in der Hosentasche. Finde ich bei dem, ich weiß nicht, hatte den hier schon mal jemand untersucht hier? Klaus Wobereit? Nein. Der hier. Den würde ich nämlich gerne mal angucken. Ja, also du siehst ja... der hat keine Beine, der liegt da einfach, ne, also mit seinem Oberkörper. Hat der Taschen, ich will den looten. Ganz wichtig, mit einem ordentlichen Loch im Kopf. Ja, genau. Also er hat, er hat eine Jacke an, da ist eine Tasche drin, ja. Kann ich da reingreifen? Ja, da kannst du reingreifen. Dann tue ich das mal.
Mhm. Finde ich da was? Da ist ein Zettel drin, ja. Komm. Dann lese ich diesen Zettel. Mhm. Geh schon mal hier auf meine Notizen. Was steht da auf diesem Zettel diesmal drauf? Udo, lass den Wolf frei. Oh, das... Entschuldigung, das hätte ich eher wissen müssen. Sehe ich, dass du einen Zettel findest? Du stehst daneben. Also ja. Er hat es dich heimlich getan. Das stimmt. Konnte ich das von hier erkennen, was da drauf steht? Die Tür knallt zu plötzlich. Ach die Scheiße. Welche? Die, wo der Wolf ist. Plötzlich. Oh. Ich verdunkle mich instant. Ballungsschick. Da sollen wir also nicht rein, also weiter. Ja, ist jetzt noch jemand da drin? Nein. Achso. Das ist ja aber gerade das Komische. Mich würde interessieren. Warte. Okay, warte, ich verdunkle mich nicht. Ich nutze mein Sneaking-Skill und sneake weiter. Ja. Wie hieß der Sneaking-Skill? Weiß ich gerade nicht mehr. Aus Heimlichkeit. Das mit Kameras höchstens sehen und so. Wollt mal anfragen. Nein, das hast du nicht. Die Verdunklung hast du nicht so stark, dass du das kannst. Ja, ich laufe vorsichtig weiter. Ja, du laufst vorsichtig. Gut. Bei mir lässt du Konzentration noch. Ja. Das ist so ein ganz cooler Moment. Ich würde jetzt vor der Tür stehen und die versuchen aufzumachen. Also vor der Sicherheitstür, bevor du sie aufmachst, machen wir hier einen Cut, weil es sonst also zu spät wird. Gut, dann machen wir wohl diese Woche noch weiter, ne? Ja. Ja. Genau an der Stelle, das ist eine gute Stelle, wo man jetzt sagen kann, hier machen wir mal Schluss. Und ich danke auf jeden Fall für den Follow und für den Raid. Danke fürs Zuschauen. Und dann sind wir gespannt, was nächstes Mal passiert, wenn man diese Tür da unten öffnet. Oder nix Gutes. Oder ob Udo endlich rausfindet, warum ihn jeder kennt. Ja, mir ist das ja nicht ganz klar. Ja, das kriegt man noch raus.